Das war richtig krass für mich, ein Kulturschock, dass ein Echo kam. Heutzutage würde ich, denke ich, mir so ein bisschen irre. Aber es war wirklich so, wie kann der das bekommen, was ich will? Der kommt von einem Dorf, wie kann er das jetzt bekommen? Und jetzt auch nicht so Eifersucht in dem Sinne, sondern so... Doktor? Nein. Doktor? Nein, er ist näher dran. Meinst du? Ist näher dran. Im Namen von hiphop.de heiße ich euch herzlich willkommen bei Havana Club Grounds Talk, heute aus Berlin. Wir wollen über die deutsche Rap-Hauptstadt sprechen, über Berlin, über die Bedeutung von Berliner Hip-Hop für deutschen Hip-Hop. Und weil wir bei Havana Club Grounds auch immer was mitgeben wollen, woraus man was für sein eigenes Leben irgendwie ableiten kann, wird es auch ein bisschen um die Frage gehen, solltet ihr alle, wenn ihr noch nicht in Berlin seid, hier hinziehen? Oder kann man sich das sparen? Wir haben drei richtig nice Gäste dafür hier, die drei verschiedene Camps, Gruppen auch repräsentieren, die alle ihren Beitrag geleistet haben zu Berliner Hip-Hop, die sich vielleicht auch nicht immer gut verstanden haben in der Vergangenheit, aber es heute ganz offensichtlich tun. Deshalb eine wilde Mischung. Wir haben einmal hier Berliner Rap-Urgestein Cracker Valley aus Charlottenburg, bekannt geworden durch Doppeltes Risiko, damals mit D'Irie. Teil von Schockmusik aus dem Wedding, die sich damals mit ganz Deutschrap angelegt haben. Da reden wir gleich ein bisschen drüber. Zweitens, Mel Beats. Als Teil von MOR und Producerin von Optik Records, von Savage und dem ganzen Camp, gehört sie zu den bekanntesten ProducerInnen Deutschlands, geschlechterübergreifend. Hat ein Nummer 1 Album in ihrer Diskografie mit Mobb Deep, Azad, ODB, Kanye West. Richtig, richtig crazy. Deshalb super nice, dass du auch hier bist heute. Danke, danke. Hallo. Und dann ein Mann, den man auch nicht großartig vorstellen muss. Ich glaube, niemand anders verkörpert Berlin so wie er, würde ich mal als Tourist so sagen. Sollen andere darüber urteilen. Aber ich glaube, Flair ist nicht nur als Teil von Agro Berlin ganz, ganz wichtig für deutsche Geschichte, sondern auch mit all dem, was er danach gemacht hat, als Innovator und als ein meinungsstarker Mensch an ganz, ganz vielen Stellen. Deshalb geil, dass du heute hier bist. Ein Applaus für Flair. Meine Einstiegsfrage, wo ich glaube, ich kenne die Antwort, aber wie stark hat eure Heimatstadt Berlin euch so als Künstler, als Musiker geprägt? Wie sehr könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie eure Musik klingen würde, wenn ihr nicht aus Berlin kommt? Ist das ein Faktor? Peinlich. Ja. Wenn ich aus Berlin kommen würde, dann peinlich, oder? Ja. Nein, ich halte hier die Fahne für NRW hoch. Also ich würde sagen, ich persönlich, aber Berlin hat mit meinem Sound gar nichts zu tun, weil ich eh nur Ami-Rap gehört habe. Also wir haben ja Berlin Sound geprägt. Deshalb, davor gab es ja nicht wirklich so ein Berlin. Ja, okay, ja. Yeah. Flair, was sagst du? Wie wird Flair klingen ohne Berlin? Katastrophe, aber das, man hat, was Sie gerade meinten, so die Stilausrichtung, wenn man jetzt sagt, okay, man ist von New York inspiriert oder von West Coast oder East Coast. Bei mir war definitiv auch Berlin, war immer so voll auf New York fokussiert, alleine wegen der Graffiti-Connection. Also die meisten Rapper oder ich würde sogar sagen fast alle Rapper in der Zeit, wo wir angefangen haben, waren vorher Graffiti-Writer, ne? Alle mit Graffiti ein bisschen was zu tun gehabt, darum war der New York-Bezug sehr krass. Naja, aber bei uns war es ja West Coast. Also es war West Coast? Ja, ey, das war richtig. Wir waren East, also ich war schlimm, wegen New York, du weißt so, Hoodies, das war so der Vibe. Ich glaube eher, dass es jetzt egal, welche Style-Ausrichtung man es genommen hat, am Ende des Tages, weil dieses Competition-Ding hat das am Ende ausgemacht, weißt du? Also Berlin-Rap und diese Attitude und dieses nach vorne gehen und Agro und Optik, das war von Tag 1 war das bei mir so, ich wusste, egal wo ich jetzt langlaufe, wenn da jetzt Mel Beat steht, dann sagt der nicht, oh cool, du rappst auch? Sondern ich sage, du rappst, du Opfer, rapp mal noch mal 5 Tage länger, ja, komm mal noch mal wieder. Ja. War ja so, wir haben ja so eine Ereignisse gehabt. Und nach Agro Berlin kam dann Shopmusik und wir haben auch gesagt, die wussten von vornherein, dass wenn die kommen, dann heißt es nicht so, ah cool, Shopmusik ist jetzt da, sondern das war bei denen schon so in ihrer DNA, dass die schon von vornherein angegriffen haben. Die haben gar nicht mehr Hallo gesagt. Also wir haben noch mal ein bisschen Hallo gesagt, wir haben probiert. Und die Fraktion war dann Wedding und dann war so, wir greifen gleich an und ich finde, das hat einfach den Sound ausgemacht. Lass uns ein bisschen chronologisch das auch genauso durchgehen. Angefangen mit MOR, Optik und so weiter, über Agro zu Schockmusik und dann zu heute kommen. Wenn man noch davor guckt,
die ersten Releases, die in Deutschland überhaupt rauskamen, rapmäßig, kamen dann zum Teil aus NRW. Dann hatte man die ersten Stars aus Hamburg, aus Stuttgart, aus Heidelberg und so weiter. Wie habt ihr persönlich damals deutschen Rap wahrgenommen vor der Berlin-Zeit? Konntet ihr damit was anfangen? Gab es Sachen, die ihr gefeiert habt? Also, ist mir letztens eingefallen, ich habe 91, ich habe immer Kassetten bei WOM geklaut, NWA und so, aber ich hatte auch einen Kumpel von The Five City Rockers, kennt ihr die noch? Sind so Old School Breaker, ja, du musst es kennen. Und die hatten auch so einen Rap-Kumpel, so eine Rap-Gruppe. Und die haben auch schon Deutsch gerappt und es war so komplett was ganz Verrücktes, so Deutsch. Damals gab es nur Bobby, Islamic Force. Und Mutlu hieß der und der meinte ja so, ey, da gibt es so eine neue krasse deutsche Rap-Band, die Fantastischen Vier. Und ich so, wow. Und er so, ja, bla. Und dann habe ich die geklaut, die Vier gewinnt. Und ich fand die richtig gut. 91 war das aber. Und das war so für mich das erste Mal Deutschrap. Aber dann ging es ganz schnell, dass man die peinlich fand. Ich weiß auch nicht. Und dann kam ja erst so Fettes Brot, Jein, fand ich auch noch richtig gut, ganz awesome. Ehrlich. Hm? Was hat er gesagt? Schlimm, Mann. Fettes Brot. Ja, aber trotzdem, wir reden mit zwei, also wo die wirklich rauskamen. Und die haben das erste Mal, da hast du Rap auf Deutsch gehört. Und damals habe ich auch noch nicht so gut Englisch verstanden. Das war schon was anderes. Und dann wurden sie halt peinlich. Das war Deutschrap für Deutsche. Nur, ich nicht jetzt... Es gab's noch nicht, also Deutschrap, so wirklich. Wir haben uns nicht angesprochen gefühlt. Weißt du, was ich meine? Wir haben uns nicht... Dabei, wir haben hier Hip-Hop in Berlin... Haben wir Hip-Hop gemacht und getan. Aber von wann reden wir denn? Von wann redest du denn jetzt? Ich rede 91, 92. Ja, ist doch, ja, die Zeit so. Ja, aber da hast du... Die haben nicht uns angesprochen, aber ist ja nicht schlimm. Das Erste, was ich, weil ich jetzt so schnell springe, es war so das Nächste zu uns, Advanced Chemistry, wo du das Video gesehen hast und es war ein gemischtes Publikum. Schon im Video, da hast du Kanacken gesehen, da hast du das gemischte Publikum gesehen, ja. Fremd im eigenen Land und so. Da hat man sich schon ein bisschen mehr angesprochen gefühlt. So, das wollte ich sagen. Aber Fantastische Spiel war nicht an sich schlecht. Von der Idee her war es nicht schlecht. Und... aber es war mir, das war mir zu happy. Ja, aber hast du es wirklich, ich meine wirklich, das war ein Unterschied, 91 oder 93, als die da dann also peinlich wurde, das komplett. Also du meinst, man, Fanta 4 war auch mal cool. Guck mal, wenn man die Geschichte von Berlin, West-Berlin, Ost-Berlin peilt, wurde ja geteilt alles. Wir hatten amerikanischen Sektor, französischen Sektor, dies, das. Da, wo wir in West-Berlin aufgewachsen sind, waren die Army-Stationen, es gab die Army-Bases. Das heißt, der Army-Bezug war ultimativ. Du hast Panzer gesehen, GIs gesehen. Das heißt, dieser Vergleich zwischen einem Army-Rapper, der da steht, und einem deutschen Rapper, beispielsweise jetzt Fanta 4, so, das war halt einfach grauenhaft für uns. Und der erste Typ, wo ich gesagt habe, okay, jetzt von dem Sound, wie der auftritt, was der Content ist, was die Delivery ist, was die Stimme ist, war für mich Kool Savas. Das heißt, wir haben die ersten Tapes gehört und dann war zum ersten Mal jemand da, der halt gesagt hat, ich schieße, ich ficke, ich mache, ich tue, so diese Attitude, dieses Ego-Tripping. Und allein dieser Inhalt vorher, den gab es halt nicht im Deutschrap. Vorher war alles funky und hey, yo, und das soulig so komisch. Ich habe auch nicht verstanden, warum die so eine Samples benutzen. Ja, und es war einfach, meine erste Hip-Hop-CD hat mir Hong Yang geschenkt von, okay. Kennst du Hong Yang? Ja. Crazy Breaker. Ja, ja. Crazy Rockers. Genau. Die erste CD, die ich als Kind hatte, war Wu-Tang Clan, Mystery of, hier Enter the Wu-Tang, Mystery of Chess Boxing. Habe ich mit Fabio, mit Hengst. Siebte Klasse Mini-Playback-Show, kennt ihr? Also so, haben wir Mini-Playback-Show nachgestellt im Deutschkurs. Die Mädels machen Backstreet Boys und wir machen Mystery of Chess Boxing mit Schwertern und mit Knarren und mit Hoodies. So, das ist deine DNA. Und wenn du das dann vergleichst und dann guckst du in Deutschland und dann wer repräsentiert Straße, Schmerz, Leid, Probleme, die du hast, keiner. Du siehst irgendwelche, ist die da. Das ist so. Und dann kam aber Savas, ein bisschen Sammy auch noch, finde ich. Sammy hatte so immer diesen Swag so ein bisschen. Hamburg, fand ich, hat man auch immer das Gefühl gehabt, die sind noch so ein bisschen so, die haben da irgend so ein Ding am Laufen. Frankfurt sowieso Azad. Und dann hast du dir die paar Leute rausgepickt. Und lange Zeit waren das aber die, wo wir als Agro gesagt haben, lass uns mal das machen, aber noch mal mehr schlimmer und noch mal, du weißt, da musste Spectre noch ein Video dazu machen, wo alle abgeschossen werden. Und ich will nur damit sagen, also lange, für mich war Kool Savas schon mal, also für mich der Erfinder von diesem. Was glaubt ihr, wenn wir noch ein bisschen bei der Zeit davor bleiben, was hat denn dazu geführt, dass vielleicht Berlin da anders war? Also Frankfurt hat auch schon sehr früh harten Straßenrap und sowas gehabt, Battle Rap gehabt. Islamic Force.
Fall Islamic Force. Die hat einen Street-Hit auf jeden Fall. Ja, aber ich... Melody. Was hast du gefühlt, willst du wissen? Ja, was hat Berlin, also was hat Berlin ausgemacht? Ist es, ich wollte gleich zum Beispiel, du hast Graffiti angesprochen, da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Ich glaube, es ist die Geschichte der Stadt, diese Teilung der Stadt, West-Ost-Berlin, großes S-Bahn-Netz, Hip-Hop-Szene, die Brücke zu New York, die ersten Graffiti-Läden, das ist einfach die Geschichte. Die, also meiner Meinung nach ist es die Stationierung der Army-Soldaten. Okay. Sag ich auch mal. Ja. Wirklich ernst. Siehst du ja auch in Deutschland, da wo die Army-Bases waren, da kam dann so Hip-Hop immer ein bisschen hoch. Und also ganz klar der Army-Bezug. Habt ihr und Berlin, warte, Berlin war nochmal mehr besonders, weil ganz Deutschland war ja geteilt. Und da war ein großer Army-Sektor, ein Franzosen-Sektor. Und wir haben eine ganz kleine Stadt, die halt in drei Teile geteilt wurde. Und das ist auch nochmal ganz verrückt. So. Migration. Und dann, dass wir eingesperrt waren. Wir waren ja eigentlich die Eingesperrten. Du brauchst mindestens 3 Stunden, bis du nach Wessiland rüberkamst. Und das ist alles, das spielt alles irgendwie rein. Und Berliner haben sich eh immer besser gefühlt und geiler gefühlt. Und wo hier waren die ersten Punker, hier sind Leute hergezogen, hier gab es den Berlin-Zuschlag, Berlin-Zulage. Weil wenn du hier hingegangen bist, hast du mehr Kohle bekommen. Ganz genau, weil es so gefährlich war. Und hier musstest du keine Wehrpflicht. Also es sind Pazifisten und mutige Menschen hier hergezogen und alles ist wirklich eine besondere Stadt gewesen. Von den niedrigen Mieten, die es dann hier gibt. Es ist glaube ich, die gute Kombination zwischen einfach dem Impact, dem Einfluss, Fernsehen, Entertainment, also jetzt die Einflüsse aus New York, wenn Leute mitbekommen haben, was in Amiland abgeht, plus die US-Basis, die hier dann irgendwo, die Bases, die hier stationiert waren, die hier gebaut wurden. Und dann halt aber auch Migration, Haufen Kennex, die jetzt sagen, wir wollen Action. Zum Beispiel mal ganz kurz noch, sorry. Breaker, 99% Ausländer. Die einzige Sparte im Hip-Hop, die so ein bisschen, wenn man sagt, dominiert, wo die Deutschen mitmischen konnten überhaupt, war Graffiti. Mhm. Weil da hast du ein bisschen die Anonymität. Du weißt, du hast nicht dieses Frontale, gleich Messer ziehen, gleich Stress. Du bist undercover, du bist ein bisschen militant, kannst dich organisieren. Und heute ist es ja immer noch so. Im Osten, wo mehr Deutsche sind und so, da konnte man sagen, dass die Deutschen auch eine Dominanz in der Szene waren. Aber alles andere war Ausländeranteil 90%. Wir haben uns da auch reingesneakt, weil ich meine, Amok zum Beispiel. Der war ja, klar. Ich meine, du weißt, Busy, die größten Actions haben, kann man auch sagen, haben Deutsche gemacht. Ja, ja. Aber wir haben uns trotzdem dann wieder unsere Faxen da bekommen. Ja, aber ich meine, Breaker, gab's einen krassen Breaker, der deutsch war? Nee. Storm. Ach stimmt, Nils. Storm ist kein Berliner. Aus Hamburg. Ja, der ist kein Berliner. Wieso? Halt. Ja. Aber der ist wie ein Berliner, der ist schon so lange hier, Mann. Ja, aber der erzählt dann auch so wilde Geschichten. Von Storm gibt es so eine Geschichte, die er mir erzählt hat, wie er damals in Berlin war und jemand beim Tanzbattle ein Beil aus der Bomberjacke gefallen ist. Wow. Ich meine, das war natürlich Absicht, um zu zeigen, wir sind krass hier in Berlin, uns fällt einfach so ein Beil aus der Bomberjacke, wenn wir so ein Headspin machen. Ich habe das gesehen beim Battle, dass jemand die ganze Zeit eine Knarre auf ihn gehalten hat. Beim Helikopter. Tanz schneller. Raus Helikopter. Und hält so. Und der Tanz schneller. So und der Typ sieht es ja nicht beim Helikopter und er hält ganze Zeit die Knarre auf ihn so. Und alle gucken nicht mehr auf den Breaker, sondern auf den Typen, der die Knarre hält. So. Es gibt das, so, war, das war 94 oder so. Das war wenn ich so Geschichten lese über früher Berlin, ne, ich war ja nicht selber dabei, ihr halt eben schon, dann vieles erinnert, mehrere Sachen erinnern einen auch daran, wenn man Geschichten über früher aus New York liest. Auf der einen Seite eine krasse Großstadt, dann, wie du gerade schon gesagt hast, sehr multikulturell, Leute aus allen möglichen verschiedenen Ecken, viel Armut auch, viele Gangs. Du hast das gerade so mit einem Wort mal ein bisschen angedeutet. Ne? Ist ja auch was Berlin irgendwie mit ausgemacht hat. Und gleichzeitig dann aber auch Breakdance und Graffiti locker mindestens genauso wichtig, vielleicht am Anfang sogar wichtiger, müsst ihr mir sagen. Am wichtigsten war, glaube ich, am Anfang. Nee, Breakdance und Graffiti gleich. Das war auf einer Jam. Aber Rap gar nicht erstmal. Wenn einer gerappt hat, du warst ein Opfer. Das war richtig peinlich. Du hast dann Fantasie-Englisch gerappt. Ja. Also. Oder Fantasie-Englisch. Du hast gar nicht verstanden. Thank you. Das war auch so ein Ding. Das war auch so ein Fantasie-Rap. Das war auch so ein Ding. Wir haben dann in der Zeit mal Viva geguckt, dann gab es Papa Bear und Nana. And we look to the eyes and the pain and the wane. Warte, so diese paar Wörter, die Tupac gerappt hat, weißt du? Okay, aber das war nicht Fantasie-Englisch. Aber es war so, hat so. Ich meine nur, aber diese Art, dieses deutsche Englisch, wenn es irgendwelche Banana und dann, oder wie hießen die noch? Two-Zone, Du-Zone, immer so einen komischen Namen, keine Ahnung. Wie Download oder Download! Ja. Download, probiert auch vergessen zu machen und so. Bravo Hit 6 oder so. Oh, und die haben so auf Möchtegern Ami gemacht, dass. Weiß ich nicht, war komisch. Ich glaube, das waren sogar Amis. Ganz aber die waren so, falsch, die waren so uncoole Amis, dass es rüberkam. Ich glaube, das war eher so eine. Ich bin deutscher Produzent. Oh shit, das waren Holländer. Ja, okay. Ich fand es immer ganz interessant, dass wenn man damals so Berlin dann mitgekriegt hat, ne, dann kamen halt so Sprüche wie
Ich war nie ein Rapper, lass Monatos rüberwachsen und sonst was. Die hatten keinen Bock auf diesen ganzen Hip-Hop, vier Elemente, Dogmatismus, Jam. Gleichzeitig habt ihr ja viel mehr das noch gelebt oder mindestens genauso gelebt wie in allen möglichen westdeutschen anderen Städten halt eben auch, oder? Weil gerade hier Breakdance und Graffiti so stark waren. Ja, wir hatten halt so einen krassen Kenneck-Einfluss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meinem älteren Kumpel gegangen bin, der ist jetzt zum Beispiel Beko jetzt Türke, so, und ich komme dann hin mit Baggy. Der hat dann gesagt, was bist du für ein Opfer? Das war, was los mit dir so? Zieh dich mal richtig an wie ein Mann. Zieh mal Lederjacke an, zieh mal, du weißt, Dieselhose, zieh mal, mach mal. Das war dieser Kenneck-Einfluss, der war halt dann, der hat das Ganze nochmal so, der hat, wie auch in Frankreich, in Paris, so eine eigene Form gegeben. Und wir wollten, und wir haben natürlich auch, erstens konnten wir so nicht rumlaufen, hätte ich mir so ein New Era Cap und so, hey, yo, Hip-Hop und so, dann hätten die mich in meiner Straße abgezogen und, oder verarscht. Das heißt, du hast irgendwie so diesen Gangbanger-Einfluss mit reingenommen und du wolltest natürlich dich auch abgrenzen zu den Wessis. Also du wolltest halt dann sagen, guck mal, die sind Opfer, ihr tragt Baggy-Pants, ich erschieße die Kelly-Fans und Banger Mercedes-Bands und so ein Scheiß. Aber es gab irgendwann so eine Fusion. Savas hat es dann wieder cool gemacht. Ja, es gab eine Fusion. Weißt du noch? Meine älteren... Die 80 XL-Shirts? Oder? Ja, der hat es dann geschafft. Okay, ja, aber wenn du die Älteren gefragt hast, es war immer das Gleiche. Tim Dog, NWA, Stevie B. AMG. Aber nicht böse gemeint, ich stehe auf den gleichen Scheiß auf, weil es mich auch beeinflusst hat. Aber ich bin dann noch weitergegangen. Dr. Dre, Black Moon, Wu-Tang und so. Und dann irgendwann kam eine coolere Generation, das waren wir wahrscheinlich, die dann Diesel getragen haben, aber dann trotzdem nochmal eine Helly Hansen hatten. Oder das irgendwie kombiniert haben, aber nicht mit den Baggy-Dingern und so. Das war dann der nächste Schritt. Wir waren dann wahrscheinlich die, die es noch... Aber das war doch viel später, oder? Ich will nur sagen, ich als, wo ich halt ein junger Typ war und ich wollte halt von den Älteren sowieso ein wichtiges Thema in Berlin. Es geht immer darum, das, was du da willst, das kriegst du nicht einfach so. Das ist so das ist die Essenz, die man verstehen muss. Das, was du da willst, so, yo, Hip-Hop und ich möchte mitmachen, so, das ist keine Sache, das ist kein Wir-Gefühl. Das ist das Grundverständnis davon in Berlin war, du kommst mit einem neuen Outfit an, du wirst gedisst. Du kommst mit einem neuen Flow an, du wirst gedisst. Du willst Basketball spielen, du weißt, Asim Schachwulichter Felde in seinem Käfig da, kriegst erstmal Schläge, komm mal morgen wieder. Das wird alles, was du gemacht hast, war erstmal so die Grundhaltung, scheiße, was im Competition-Sektor, okay, wie kommt es jetzt bei den Leuten an? Es ist ständig so ein so Beweisen. Die Toleranz, war ganz unten. Unten. Also Leben und Leben lassen und diese Cancel Culture und sag bloß nichts Falsches, sondern da war direkt in die Fresse. Aber weißt du, was das Verrückte war? So untereinander, wir haben uns alle gehasst, ne? Nur. Das hat dann irgendwie alle Lebendigkeit gehalten, aber trotzdem nach draußen, wenn wir auf irgendeiner Jam waren, dann waren trotzdem, egal wie wir uns gehasst haben, Berliner trotzdem. Stimmt, das war wieder noch ein Angel, ja genau. Das ist auch voll verrückt und das muss man, ich glaube, das macht. Aber was ich nochmal abschließend sagen wollte, also und weil das der Grundgedanke war, natürlich ist dadurch der Competition-Faktor sehr hoch, dadurch weißt du, es geht um Leistung. Also, dass sozusagen irgendwann mal jemand sagt, dass du gut bist, ist jetzt nicht, weil wir so, ey, yo, Hip-Hop, wir sind so toll miteinander, sondern es war so dieses, du sagst jetzt die Wahrheit. Wenn du sagst, dass ich gut bin, dann sagst du das, weil es die Wahrheit ist, weil das der Level ist, den ich mir erarbeitet habe, so. Und wenn du damit aufwächst und wenn das für dich Hip-Hop bedeutet, so, dann, wenn ich heute merke, Alter, irgendwelche Typen haben eine Karriere und dann haben die Krise und die nehmen Drogen, die sterben und so hin, wo ich mir denke, Mann, das war bei, wenn du 3 Wochen durchgemacht hättest bei uns. Und ja, und das ist Berlin. Alles andere ist über Stilrichtung und dann gab es mal den Trend und den Trend, kann man sich gerne streiten. Aber ich bin heute immer noch der und wenn Leute so mit 41, hey, wie lange rappst du noch? Mann, ich rap, bis es vorbei ist. So, weil, cool. Ja, weil... Guck mal, ich würde ihn bezeichnen als Hip-Hop-Radikaler. Weißt du, was ich meine? Nein. Würden wir alle, Bro. Aber mir gefällt das, weil er bringt mir immer dieses Feeling zurück, wie ich früher war. Was ein bisschen kommerziell ist, was ein bisschen nicht Hip-Hop ist, cross the line, scheiß auf die sind nicht wir. Weil ich hatte auch so einen Song, meine eigene Stellung bleibt Gangster, solange ich lebe und du kannst nichts daran ändern. Bei Flair und bei uns kann man das machen mit Hip-Hop. Meine Einstellung bleibt Hip-Hop, solange ich lebe und du kannst daran nichts ändern. Meine Einstellung. Und wir kommen aus einer Zeit, da war es eben so. Und wenn er manchmal vielleicht dann, man, fick auf das, man, wer sind die und die, weil... Das, von da kommen wir eben her, so. Weißt du, was ich meine? Aber das ist übrigens auch der Faktor, warum Hip-Hop gerade kaputt ist. Nein, das ist eine Gentrifizierung von Hip-Hop. Ganz kurz, du heute am Ende kommt. Ganz kurz, yo, ich will jetzt reinschalten. Warum Hip-Hop gerade den Geist aufgibt, ist, weil jeder kann reinkommen. Internet, ich google hiphop.de, ich bin jetzt auch Hip-Hop. Nein, Mann, das kriegst du nicht so. Du musst erstmal an uns vorbei. Ich musste an ihr vorbei, er musste an mir vorbei, dann war Savas da, dann war dann 50 andere Typen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier der Hip-Hop-Polizist und Leute müssen mich fragen. Aber das Grundprinzip davon... Aber ja. Lehr die Hip-Hop-Polizei.
das Grundprinzip, ich will nur einfach sagen, es ist ja nicht nur um Hip-Hop gerade so. Die ganze Entertainment-Branche ist gerade am Arsch, egal ob es Kino ist, egal ob es. Es wird nur noch Schrott gemacht, weil das ist ein Handwerk. Kunst sollte, meiner Meinung nach, Kunst sollte sowieso für sich selber funktionieren und nicht politisch sein und nicht Meinungsmache, sondern Kunst ist für dich und deine Meinung und dein Film und deine Welt, und danach können es gerne Leute bewerten, wie sie wollen, aber in der Entstehung musst du immer wissen, so, dass es ist eine Subkultur. Hip-Hop ist eine Subkultur, das bedeutet, alle Regeln, die in der normalen Gesellschaft herrschen, herrschen bei uns nicht. Wenn da Leute von außen kommen, warte, wenn da Leute von außen kommen und sagen, jetzt im Internet, ist ja mittlerweile so, dann passiert Scheiße und dann kommen Leute von außen und sagen, hey Mann und so, das ist das Problem am Internet. Hey Mann und so, das macht man nicht und das macht, ja, in der normalen Welt macht man das auch nicht. Wenn ich zu dir nach Hause komme, rede ich auch nicht vor deiner Mutter, hey, was geht, ich bin Flair, der Krasse. Aber dann gibt es halt kein Hip-Hop mehr, dann gibt es keine Straße mehr. Und das ist leider das Ding, warum wir heutzutage, abschließende Worte, warum es nicht mehr geil ist, weil es jeder machen kann. Ich glaube, all das, was ihr gerade gesagt habt, zurück auf meine These zu kommen, ich finde, ihr bestätigt das, das passt ja dazu. Guck mal, wenn du überlegst, so, du hast in New York und Berlin genauso, du hast Gangs, in Hip-Hop hast du Crews, die sind nicht nach dem gleichen System aufgebaut, du hast den gleichen Wettbewerb, du hast von Competition gesprochen, du hast von Skills gesprochen und im Wettbewerb darum, ja, um Style und um Skills geht es dabei, wer kann was besser, man verschafft sich damit Respekt und all die Sachen, glaube ich, sieht man immer sehr krass, als jemand, der im Gegenteil zu euch nie selber gemalt hat, ist in Graffiti, da siehst du einfach die Essenz von Hip-Hop und bei Tanzen wahrscheinlich genauso, und dann ist es kein Zufall, dass halt mit Spectre und Speiche ein Tänzer, ein B-Boy und ein Graffiti-Writer halt zwei von drei waren, die Agro Berlin gegründet haben. Auch Schockmusik wurde unter anderem von einem Breakdancer gegründet. So, hast du eigentlich auch mal gemalt? Ihr beide ja safe, ne? Also mindestens zwei von euch sind ja auch von Graffiti mitgeprägt einfach. Du auch? Ich hab gemalt, ja, auf jeden Fall. Getanzt auch? Wer hat getanzt auch, aber ich bin nur gut im Bodenarbeit. Ich konnte nicht tanzen, ja. Nee, aber es war bei den Jungs, der eine kann klicken, der andere kann Helikopter, der andere kann Turtle. Ich war gut in so Faxen mit meinen Füßen auf dem Bodenarbeit. Jeder konnte irgendwas. Und in der gleichen Zeit auch, wenn du einen Stift in die Hand bekommen hast, konntest jeder du auch schmieren. Ja, also, weißt du, was ich meine? Und das war irgendwie, man hat sich keine Gedanken darum gemacht, wieso mache ich das, sondern es ist nicht so, dass du dann angefangen hast, ich will ein Teil davon sein. Das ist irgendwie... Das hat sich sehr natürlich angefühlt. Es war nicht so, ich will Hip-Hop sein oder ich mach das jetzt oder so. Es hat sich wie Atmen angefühlt. Es kam einfach. So, du musstest dich nicht... Ich war ja auch in diesem bestimmten Kreisen sozusagen, wo du auch nicht leicht eigentlich reinkommst. So. Aber es hat sich nicht angefühlt wie ein Verein oder... Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe Handball spielen. Ich gehe Hip-Hop machen. So, das war nicht so. Das war wirklich deine Einstellung, auch von den Älteren. Und das hat sich eben alles vermischt. Das waren viele Elemente. Und dazu kam dann auch eben die Straße. Und dazu kam auch Sprühen, Breaken. Wie gesagt, es war eine Einstellung. So. Nicht nur jetzt, ich könnte jetzt diesen den normalen rausholen. So ein bisschen, so ein bisschen war das schon immer so, dass jeder irgendwie was gemacht hat. Also es gab eigentlich bei mir im Bezirk, gab es nicht einen, der nicht irgendwas mit Hip-Hop gemacht hat. Also das glaube ich, was du sagen willst. Ne? Ja, aber es hat sich sehr natürlich angefühlt. Nicht wie ein Verein oder ich gehe jetzt in den... Na, Techno gehört, so. Das war ja oder richtig. Ich gehe jetzt im Hip-Hop-Tanz oder so. Das ist durch deinen Bruder so, dass du bist da reingewachsen, reingeboren oder durch deinen besten Kumpel oder durch deinen Onkel. Dann ist es nicht, dass du jemand fragst, darf ich das auch machen? Sondern du musst es dich anstrengen. Ey, guck mal, das habe ich gemacht. Scheiße, das ist gut, Alter. Oder guck mal, den Move. Ich habe den selber geübt. Scheiße, okay, der Junge kann breaken. Oder was auch immer für Sachen, weißt du, oder ein paar Reime, aber das kam erst viel später. Wie gesagt, vorher war nur Fantasie-Englisch. Da wir jetzt ja erstmal, wenn wir so chronologisch durchgehen, mit Melbeats anfangen werden und mit MOR und dann mit Optik Records. Wie waren deine Anfänge eigentlich? Bist du übers Malen dann zum Produzieren gekommen und Savage kennengelernt und er hat gerappt und dann ging es weiter, oder was war die Story? Ja, genau, und jetzt kommen wir zu Flair. Das ist alles erzählt. So kann man eigentlich zusammenfassen. Genau so. Also ich bin auf eine neue Schule gekommen und habe dann, meine neue beste Freundin hat schon, ich würde sagen, getaggt jetzt so. Die war mit dem berühmten Sprüher zusammen, Stone, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, T2B. Und dann war das halt so, wir haben Tags gemacht und so. Und das hast du gerade richtig gut erklärt, dass es einfach so passiert ist. Das erzähle ich auch immer wieder so. Das, so, das war dann so. Und dann haben wir es so viel gemacht, so gut, dass dann da ein gewisser Rufen entstanden ist. Und dann habe ich Savage kennengelernt. Wir waren in der gleichen Graffiti-Crew.
Sleepwalkers. Und keiner kannte sich. Das war eine ganz komische Crew. Ich, mein bester Freund Steve, der, durch den bin ich da gewesen. Und dann gab es dann noch drei verschiedene aus anderen Bezirken. Und dann waren wir eine Crew. Also es war so gar, das ist nicht normal gewesen. Und dann weiß ich auch nicht. Dann, ja, dann bin ich mit Savage zusammengekommen. Dann hat er mir dann einen Sampler da erklärt. Und dann habe ich auf einmal dann geswitcht. Und Graffiti ist dann wirklich schnell in Vergessenheit geraten, weil das Produzieren so Spaß gemacht hat. Also eigentlich so, wie du gerade erzählt hast. Es gibt noch eine andere Story, die ich mir immer extrem krass vorstelle, wenn ich so zwischendurch davon höre, die von eurer USA-Reise, die ihr dann immer gemacht habt. Hast du Bock, die Geschichte zu erzählen? Also der Großteil wirklich Berlins war natürlich mehr New York ausgerichtet, weil wegen auch Graffiti, Mekka und so. Aber wir waren schon immer so richtig, aber so ganz militant, ekelhaft West Coast Fanatiker und so am besten so B-Seiten und so, was keiner kennt, weißt du? Das Schlechteste war das Beste für uns. Und da gab es eine, wir waren mal bei Alex, bei Such a Sound, Yorkstraße, war so ein Plattenladen. Und da haben wir uns immer den neuesten Scheiß geholt. Und Mystic Journeyman, so aus wirklich Mitte 90er, West Coast, Underground Rapper, waren wir große Fans und die haben eine neue Platte rausgebracht. Und es war ein Bootleg und halt mit Adresse und Telefonnummer drauf. Und Savage hat irgendwie einfach angerufen und meinte so, ey, yo, this is Jax from Germany. Ja, wir sind große Fans und so, habt ihr Bock, was zu machen? Und die so, hä? Und er kann wirklich sehr gutes Englisch. Und die so, hä? Aufgelegt. Er so, ey, die haben einfach aufgelegt. Ich so, dann ruf nochmal an. Er so, nein, nein, ist keine Verarschung. So, wir sind wirklich große Fans und so. Vor allem, weil die ja wirklich so kleine Rapper waren. Und gerade damals, Deutschland, also da hat auch ein Telefonanruf 800 Euro gekostet. So, war wirklich so, kann ich den gar nicht verübeln, dass sie es nicht ernst genommen haben. Und dann, weiß ich auch nicht, ich war alleine einen Monat in New York und er war von Hip-Hop House noch. Kennt ihr Hip-Hop House? War noch so eine Rap-Reise nach L.A. Da ist er auch einen Monat hin, sind die hingeflogen und das war zur gleichen Zeit. Und dann haben wir uns, wir haben uns dann mit denen verabredet und haben uns dann in Oakland getroffen. Er nach seiner Reise, ich nach meiner Reise. Und dann waren wir in Oakland einen Monat, waren halt bei Mystic Journeyman, dann bei The Grouch und MERS und so, waren früher so ganz krasse, nicht berühmte Rapper, sondern so. So Underground-Heroes. So anerkannte, schon Ahnung so, haben, ja, MERS war so der Freestyle-King und sowas. Und dann waren wir bei The Grouch 3 Wochen gewohnt und so. Und dann die Mystic Journeyman-Leute, die haben uns mitgenommen auf die Telegraph Ave. Das ist so eine ganz berühmte Hip-Hop-Meile in Oakland. Da, wo der Extra Large Store von Beastie Boys war, wo sich so wie Friedrichstraße Corner so, oder weißt du, wo sich wirklich so die ganzen West Coast-Leute, Rapper getroffen haben. Wir haben die Hump getroffen, Dale, The Funky, Homo Sapien und so und sind komplett ausgerastet. Jedenfalls haben die ihn mitgenommen zum Tape-Pressen. Heißt eigentlich Tape-Pressen? Habe ich letztens Plattenpressen, ja, aber Tapes machen, halt, weißt du, in so einem Tape, in so einem Presswerk, wie auch immer. Haben die ihn mitgenommen und die haben das auf der Straße verkauft und da hat er gesehen, so ey, weil früher war es wirklich so, du konntest keinen Release haben, wenn du nicht beim Major gesigned warst. Das war so, du konntest noch nicht mal Rapper sein. So. Also wenn kein Major, war so unoffiziell so, das ging halt nicht. Und dort hat man einfach gesehen, so ey, du machst Musik, kannst für $2 das Tape machen und verkaufst es halt für $10. Und die Idee hat er einfach mitgebracht. Und dadurch ist Royal Bunker entstanden, Downstairs, Agro. Also durch unsere Reise ist eigentlich dieses ganze, ey, ich mache Musik und es ist mir scheißegal. Und es war auch schlimme Musik ganz, ganz normal dabei. Aber, und dadurch gab es so einen Output so und du konntest Geld verdienen. Ey, ich meine, die Marge ist krass. Wie teuer, du hast ja auch wahrscheinlich Tapes gemacht. Nee, also ich war nur drauf. Warst du später? Die älteren Bushido hat das Tape gemacht und Sido und
Das war, also dann war, glaube ich, ein paar Jahre später, dann war Downstairs. Dann ja, war genau. Diese, kann ich mich noch dran erinnern. Halil. Und ja, diese ja. Glasvitrine mit den Tapes. Ja, ja, ja. Dann bist du so rein und dann war das so. Aber hat nur einen Zehner gekostet, oder? Ja, ein Zehner. Aber ich glaube, machen war so 2 Euro und dann hast du noch irgendwie so, verkauft. Ja. So. Das war richtig viel Geld. Was jeder, der da in dieser Glasvitrine war, war so der King von Berlin. In dem ja. Und ich finde deshalb, also das sind ja 2 Sachen, die ihr von dieser Reise mitgebracht habt. Wenn man das so zusammendampfen will irgendwie, kommt einem das hervor wie, ich weiß nicht, wer der wichtigste Trip, der überhaupt in der deutschen Geschichte stattgefunden hat. Weil dort, ich hatte immer das Gefühl, von außen betrachtet, ihr habt in Berlin Rap nochmal neu erfunden, Hip-Hop nochmal neu erfunden, in Deutschland, für Deutschland. So, ne? Es gab das, was in davor Berliner war Rap, so den und ersten. Ihr habt eine neue, härtere, meiner Meinung nach authentischere und bessere Version nochmal von Hip-Hop auf Deutsch erfunden, als man vorher Hip-Hop auf Deutsch gemacht hatte. Und ihr habt mit dem Trip da ja so 2 entscheidende Sachen mitgebracht. Das eine war diese Idee, man kann Musik auch einfach independent vertreiben. Und das andere war halt eben die Idee, so ein Freestyle-Café zu haben, was dann Royal Bunker wurde, wo dann, keine Ahnung, Savage, Sido, Biteit, Die Atzen, Bassbox, ganz, ganz viele Rap, Prinz P, keine Ahnung, ganz viele Leute, die man bis heute kennt und die legendär geworden sind, zusammengekommen sind und zusammen Musik gemacht haben. Von daher, deshalb musst du diese Geschichte leider auch andauernd erzählen. Ja, war die schön? Nee. Die war super, Leute, oder? War super, war eine sehr gute Geschichte. Es war ja damals. Danke, Mel. Danke für die Tapes. Danke, Savas. Wo ist die Kamera? Savas, danke für die Tapes. Heute hat man ja so das Gefühl, dass. Also, was heißt das Gefühl? Heute sitzen alle Major-Labels, die sitzen in Berlin. So, die ganzen Strukturen sind hier. Ganzen Wenn irgendwo was geht, dann geht hier was. Aber es war damals ein bisschen anders, oder? Also, damals war es eher so, dass die anderen Städte, gerade Hamburg und Stuttgart, schon sehr weit vorne waren. Wo die saßen, wusste man ehrlich gesagt nicht. Sorry. Ja, Universal und alle saßen noch in Hamburg und die sind erst irgendwann nach Deutschland. Aber für euch war halt dieser Independent-Grind wichtig, um roughe, freie, andere Musik machen zu können. Und hier war es halt eben nicht so. Da war noch nicht so in den Köpfen, boah, weil wir so krass independent sind, können wir sagen, was wir wollen. Das war es nicht, sondern es war eher so das, als ob irgendjemand mit uns reden will. Also das war überhaupt nicht, es war jetzt auch nicht so nach dem Motto, boah, wir wollen unbedingt krass aggressiv und vulgär oder schlimme Sachen sagen, damit dann alle sagen, boah, die sind ja voll die schlimmen Rapper und die trauen sich was, sondern es war einfach Rap. Das ist der Lingo gewesen, ganz normal. Normal, Standard. Also und Du hast dann erst später gemerkt, wo dann der Erfolg kam, wo MTV kam und wo dann Radio kam, dann hast du erst wirklich gemerkt, wie die Leute auf einmal so einen Upturn auf dich schieben und sagen so, ich kann es doch nicht bringen. Und dann lief aber parallel 50 Cent im Radio und dann sagst du so, er sagt doch dasselbe. Warum spielt der 50 Cent aber mich nicht? Er sagt doch dasselbe, nur auf Englisch. Und so dann fing es echt langsam an. Es war jetzt nicht von Anfang an, dass wir müssen das sagen, damit wir dann irgendwie, du weißt sowieso, so diese möchte gerne Rebellion so, sondern es war einfach normal. Bei uns redet jeder so und es ist Rap, fertig, aus. Und später haben wir halt auf die Fresse bekommen dafür. Welche Bedeutung hatte denn Downstairs eigentlich, der Laden von Halil, den ihr gerade erwähnt habt? Das war einfach so ein Multiplikator, wodurch man sich Gehör verschaffen konnte. Erstmal hast du dich besonders cool gefühlt, wenn du überhaupt lebend hingekommen bist. Also wenn du von S-Bahn auf Yorkstraße, du hast vielleicht sogar noch eine coole Jacke angehabt, wenn du von S-Bahn auf Yorkstraße dann so die, weil wie viele Kilometer? 2, 3? Noch mit Jacke angekommen bist. Noch mit Jacke angekommen bist, ohne Stich und so. Ja, und hast du dir erstmal was drauf eingebildet. Dann war das einer der wenigen Läden, wo du Dosen kaufen konntest. Du hast diese ganzen Graffiti-Max gehabt, Backjumps, True to the Game, Hard to Burn. Da war da diese berühmte Glasvitrine mit den Tapes. Dann ging es auch schon los, Royal Bunker hatte ihren Store, ne, oder ihren Laden oder ihren Café. Meinst du das Studio da? Genau. Falkenstein, ja. Und das war sozusagen so der Schöneberg-Sektor, so das Schöneberg-Hauptquartier, so Downstairs. Und da kam ja auch Agro daneben. Und wie gesagt, der einzige Laden mit den krassen Sneakern, der einzige Laden mit den krassen Tapes, Dosen. Ich habe da einen Wu-Tang-Pullover geklaut. Geklaut? Geklaut. Krass. Alle sagen, du hast, ich bin reingegangen. Ja, ja. Da hat keiner geklaut. Ich hab überall geklaut, aber da auch nicht. Ich kenne ja Halli. Der Pullover, glaube ich, war XXL, ich war Größe S. Keiner hat was gesagt. Ich bin raus mit dem Pullover mit so einem Bauch. Da habe ich meinen Cousin geschenkt. Da war noch so ein riesen Wu-Tang-Ding. Ich dachte, den muss ich. Das war so Hip-Hop-Mecker für uns. Das war Corner. Es gab halt Friedrichstraße, S-Bahnhof Corner, da haben sich die Sprüher getroffen. Aber wenn du bist morgens aufgewacht, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 2 S-Bahn-Stationen davon entfernt, gelebt in meiner Einzimmerwohnung mit Matratze auf dem Boden. Wenn ich irgendwann die ganze Nacht gemalt habe, bin ich irgendwann um 12, 1 aufgewacht, angezogen, Tankstelle, Essen geklaut, S-Bahn zu Downstairs hin. Bei Downstairs habe ich mich nicht getraut zu klauen. So, deswegen musste ich da mein Hartz, damals gab es Sozialhilfe, habe ich ein bisschen Sozialhilfe für Dosen ausgegeben und so. Und wenn du dann da warst, du hast einfach, lag in der Luft gegenüber Steinmetz, Palace. Du bist S-Bahn gefahren, hast nur die Graffitis gesehen. So. Und das war jeder Tag war so Downstairs. Habt ihr eigentlich,
Mel und Savage haben damals Musik gemacht, die halt einen krassen Unterschied gemacht hat und die diese ganze Berlin-Welle so losgetreten hat. Bei Agro hat man später aber auch gegen Optik geschossen. Habt ihr eigentlich damals, ihr beide, habt ihr das gefeiert, als das rauskam? Ich glaube, bei dir kann man das ziemlich sicher sagen, oder? MOR, Savage. Und wie die gefeiert haben? Gerade noch vorher, bevor du auch selber bei Agro warst. Und ich rap ja nur wegen Savage. Das ist ja gerade, aber das ist das Berlin-Ding. Ja, 100%. Also mein erstes Tape, also die erste Musik, die ich deutsche, was ich gehört habe, war West-Berlin Maskulin. Das, die krasse Kombo war halt, dass Savage der Typ war mit dem krassen Namen Cool Savage. Allein der Name, sowas mit dem, Alter. Dann, was der gesagt hat. Dann hat er mit Taktlos gerappt. Taktlos war einer der krassesten Sprüher in Berlin. Level, Kingsley. Der so, oh, Level rappt jetzt, Alter, scheiße. Und mit Savage. Man muss ehrlich sagen, damals hat Level auch noch Taktlos so ein bisschen, Level, also Taktlos hat Savage sogar noch so ein bisschen Credibility gegeben in meiner Szene, in der Graffiti-Szene. Okay, weil er einfach als Writer so krass war. Writer waren damals die coolsten, die meisten Rapper waren Opfer. Wir haben nur im Fernsehen gesehen, absolute Beginner und so. Hat er recht. Ist so. Und dann war so dieses Tape und du hast es immer wieder gehört und der hat dann halt Sachen gesagt, die so, oh krass, krass und immer wieder und immer wieder. Und dann kam dieses, wie heißt Berlin Untergrund Volume 1 mit dem blauen Cover? Oh Gott, ja. Boah, und dann waren da noch mehr Typen drauf und dann gab es MOR und dann ging es los. Und man, wir haben nur wegen denen gerappt, aber... Die haben halt keine Props gegeben. Die haben halt, wo dann Agro Berlin kam, dann war halt, Sido hat mir mal irgendwie erzählt, ich will nur diese Denkweise. Sido meinte, da ist irgendwas im Argen, Spectre oder Speicher. Da wurde nur, du hast nur was so gehört. Und schon mal so, okay, wenn wir die sehen, dann ficken wir die. Behindert. Und die natürlich auch. Ey, ich habe letztens irgendwo was gehört und hin und her, ja, wenn wir sehen, dann ficken wir die. Das ist einfach, lieber, das ist wie so, wenn du verliebt bist in jemanden. Ja, kennst du das so? Ja, ich will mit dir zusammen sein. Ja, ich will nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Also, verstehst du? Ja. Es ist so, hätte man sich vielleicht, wenn man sozial kompetenter gewesen wäre, vielleicht hätten wir alle viel mehr miteinander gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, dann wäre die Mucke nicht so geil gewesen. Sorry, ganz kurz. Kann ich kurz auf Toilette? Ich oder auch ist deine Stadt? Auch. Am liebsten würde ich deine auch. Stadt, fühle dich wie zu Hause. Deine Stadt. Ja. Ich quatsche wie ein Wasserfall. Schnee. Dann hören wir uns also vielleicht nochmal. Vielleicht wäre manchmal cooler gewesen, wenn, also sind ja auch, gab es ja auch viele, viele Kämpfe und Schlägereien oder Stechereien und ist auch viel Scheiße passiert, aber ich glaube halt, dass die Mucke das braucht. Was, da kann Cracker Valley gleich auch noch drauf antworten, aber vielleicht könnt ihr mir hier so als den Touristen noch ein bisschen was über die Bezirke erzählen und wie das, dass das damals. Für heutzutage oder damals? Damals auch, also das, was ihr gerade gesagt habt, Mel, du hast das auch erzählt. Ich habe nur zwei, Kreuzberg, Schöneberg. Alles andere war wirklich Dreck, ganz ehrlich. Nein, ernsthaft. Das, also, warum? Also Kreuzberg gerade hört man natürlich viel. Warum war gerade Kreuzberg? Weil das der Ort war, wo viele hinkamen, aber die halt guck nicht mal, das war auch die Enklave. So, das war, ich glaube, es ist wirklich auch so rein geografisch. Vor der Wiedervereinigung oder nach der Wiedervereinigung? Ja, naja, aber auch so noch ein bisschen. Was? Bis heute immer noch. Bis heute, ja, Mann. Kreuzberg, ja. Nee, es war so ein. Es war die, das Ende der Stadt. Und dann gab es auch so einen kleinen Eintritt, also so, die Bullen sind da nicht reingekommen, weil wirklich ganzen Kennex und so, da gab es nichts, dass da Bullen rumgefahren sind oder sonst irgendwas. Und das Verrückte aber in Kreuzberg war, da waren so Hippies, aber auch die schlimmsten Kennex. So, da waren so voll viele so heutzutage LGBTQ, bla, was weiß ich, so Gay-Szene, aber auch die krassesten Gangbanger. So. Das ist irgendwie ein ganz verrückter Bezirk gewesen. Und dadurch, weiß nicht, irgendwie, da sind die Bullen nicht reingekommen. So, wie gesagt, war halt auch das Ende der Stadt, da war die Mauer, da ging es nicht weiter einfach. Und dann wären die umzingelt gewesen, was weiß ich, irgendwelche Gründe hatte das. Schöneberg war halt direkt daneben und einfach so die Asozialität sozusagen, die war da am größten und es war am coolsten, müssen wir mal ganz klar sagen. 90er Jahre, wer am asozialsten war, war am coolsten. Also, war wirklich so. Und da ja auch West-Berlin gerade damals hochgehalten wurde, wie hat man auf Hip-Hop hast du die Hänge gewaschen? Gesehen und gab es dann... Osten war, also ganz lange Zeit war Osten der Feind. Da waren die Nazis, da waren die Leute, die Tekken hören. Da gab es Wiedervereinigung, Love Parade und so, wie sie hingegangen haben, denen Dings verkauft, irgendwelche Aspirin. Als ja. Ja, und die tragen New Balance-Schuhe. Aber dann muss man sagen, auch wieder durch die Graffiti-Szene hat Ost-Berlin, die Ossis, die, du weißt, diese stabilen Deutschen, so, die richtig dann alles voll ernst nehmen. Hooligans, Militant, Tattoos. Hör zu, Sonne, wenn du willst, dann kommen wir, schieben wir den beiseite. So, wir quatschen nicht, wir ficken alle. So,
du hast gemerkt, Alter, okay, das sind krasse Typen, Alter. Die sind nur auf dem, die haben einen ganz anderen Bezug zu Hip-Hop. Die scheißen auf New York und was du denen da erzählst von Realness und sowas, die finden einfach nur die Action geil. Und dann hat es so 15 Jahre gedauert und auf einmal war Ost-Berlin krasser im Graffiti. Ost-Berlin war krasser in, weiß ich nicht, Hooligan-Szene auf einmal, war, wie die sich connected haben. Also die haben dann so ganz schnell, also der Osten wollte sich dem Westen dann noch mehr beweisen. Und jetzt überleg dir diese Psychologie. Ein Haufen Behinderter im Westen, Kennex, dies, das. Und dann sind da die Ossis, die sagen, okay, wir müssen jetzt die überzeugen. So. Und die haben zerstört. Dann bist du immer in den Osten gefahren, du weißt, CBS. Aber es war aber auch so, weil der Osten, da war noch nichts los. Da waren ganz viele leergeräumte Häuser. Dann war die Clubszene, weißt du, WMF, Globus, Tresor und so. Waren die ganzen leeren Häuser, ja. Haben übernommen. Dann konntest du dort auch viel besser bomben und so. Da war keiner hat sich dafür interessiert, ob da eine Hauswand beschmiert wurde. War eh alles grau. Und Potsdamer Platz, weißt du noch, wo es einfach so einfach Feld war? So, weißt du, ich wollte nur sagen, es hat ein paar Jahre gedauert und dann war die Graffiti-Szene komplett gleich verteilt oder ebenbürtig. Also dann haben die Krassesten aus dem Westen haben den Ossis gesagt, boah, die sind krass und umgekehrt. Die haben gut nachgeholt. Ja, Katastrophe. Boah, Alter, ganz schlimm. Wenn wir dann jetzt die Zeit haben, wo diese Battle-Rap-Revolution, so Royal Bunker, Savage stattgefunden hat, kommen wir dann eigentlich zum nächsten Punkt schon, wo durch Flair und seinen damaligen Kollegen bei Agro Berlin Gangster-Rap auf Deutsch erfunden wurde, wenn es nicht davor es vorher war, aber mindestens habt ihr es dann, ihr habt nicht Gangster-Rap erfunden oder mindestens erfolgreich und groß gemacht auf Deutsch? Ich würde auch sagen Savage. Nee, aber das ist so Porno-Rap gewesen. Das war nicht Straße, weil der war nicht Straße, sondern der war asozial und komische Metaphern. Oder besser gesagt, also dieses... Ich habe diesen, es gibt einen Song von Savage, den dürft ihr heute nicht mehr hören, weil er sagt Wörter, die darf man heute nicht mehr sagen, aber der heißt, ich schieße. Und er sagt, das Leben auf der Straße ist nicht leicht. Ja, aber nein, das ist die West Coast-Vergangenheit. Ich weiß. Aber ich sag nur, wo er wieder die Inspiration hergeholt hat, wer weiß. Ich habe das nur gehört, 18 Jahre. Ja, aber der ist doch kein Schießer, deshalb, das ist, aber das kann ja keiner wissen. Ich habe das ihm geglaubt. Das ist das Schlimme, oh Gott. Der ist so, ich fahre so S-Bahn, das Leben auf der Straße, ich sage, viele sterben ohne Grund. Ich so, oh, Savage, er schießt. Okay. Ja, wir haben dann in Kombination mit dem Leben, in Kombination mit den Homies, die es dann auch gehört haben, keine Ahnung, hat Savage halt einfach reingeschissen dann, hat er gut gemacht. Nein, ich habe das 100% ernst genommen. Aber das war das Erste, wow. Was am nächsten dran war an Gangster-Rap. Ich hab's einfach gefühlt. Ich hab das gehört und ich hab zu Bushido gesagt, ey, pass mal auf, ich will sowas machen. Dann meinte er, ja, aber was, wenn die Leute kommen und dich testen? Dann sag ich, dann testen die uns, dann werden wir sterben. So. Es war so, und ab dann war wirklich so bei Agro Berlin so auch so dann so, ja man, Real Talk jetzt, selber bei Agro Berlin im eigenen Camp. Ach Sido, Kiffer, Mann, Opfer, MV, Opfer, wir sind die Krassen, MV, wir sind die Schöneberger, wir sind die Tempel. Es heißt, sogar in diesem Team ging dann wieder Berlin los. Ah, die rappen nur über Drogen und so, wir sind die harten Gangbanger. Ich will nur damit sagen, Competition die ganze Zeit. Aber ich will nur damit sagen, wir sind nicht die Erfinder von irgendwas. Erstens gab es vorher vor The Mess, Chanel. Ja, The Force. Das Leben auf The Force. Wie heißt der Song? Gesellschaft will was, ich will auch was. Komm auf den Punkt, versteh mich falsch oder richtig. Melly Mellmann. Dann gab es KMC, Harlequins, Big Cell, Rest in Peace. Also, es gab schon viele Typen davor, so die, aber wir haben halt dann eine CD gemacht. Und die CD war so, das Album war so dann so, was ist los mit denen? Das war so deutsch-deutsch, so, weißt du, war nicht so wirklich abgekupfert, es hatte auch seinen eigenen, so wie er halt auch, wie Berlin geredet hat und bla. Und das ich glaube, du hast dann halt echt gehört, boah, die reden so wie Berliner und die meinen das voll ernst und da gab es dann irgendwie so, das ging nicht mehr um, du konntest jetzt die Mucke mögen oder nicht, das ist Geschmacksfrage, aber so diese Ernsthaftigkeit, dass man gemerkt hat, die meinen das voll ernst. Die wollen auf der Straße, die das genauso sagen. Ich glaube, das war zum ersten Mal so. Kannst du dich noch an die DVD erinnern? Rap City Berlin? Also wir waren so ignorant, dass ich nicht mal wusste, dass es überhaupt so viele hier gibt. So. An dem Bezug, wo ich die DVD gesehen habe. Stimmt, ich sage, von wo? Warum denn? Wieso? Reinickendorf, Tempelhof, Langwitz, egal welche Ecke. Rap City DVD, ich war im Kino. Hat mir das reingezogen und gesagt, scheiße, was ist denn hier los, Alter? Es gab immer nur mich als Rapper, nur mich, nur uns. Fick den, ich meine den Rest. Und noch die bekannt waren so. Aber hast du die DVD war Massaker? Wer sind die, ja? Atze Peng, ihr Lümmel, was ist denn los? Langwitz und so. Ich sag, scheiße, wer ist der und so. Weißt du, was ich meine? Wie erinnerst du dich denn als jemand, der vom Label kommt, die dann selber wiederum danach gegen Aro geschossen haben, an die Zeit? Ich schmeiß jetzt.
als dann Carlo Cox Nutten rauskam, als Von Bordstein bis zu Skyline rauskam, also, habt ihr das dann ähnlich gefeiert, wie ich war ganz spät, gefeiert hat? Ich war ganz spät, dass ich das mitbekommen habe, weil ich war, was die Ignoranz betrifft, bei uns in Berlin, so war ich gegen Deutschrap. Weil ich kannte nur vorher massive Töne, da gab es auch noch nicht diesen Hit, wir cruisen und was auch immer alles gab. Once Chemistry Paar, Rosinen habe ich mir gepickt so, aber ich war so, nein, ich war total auf meinen New York Film durch KMC, weil die Jungs, ich kannte die gut und so, Harlequins. Und ich war voll auf diese Berliner, die auf Englisch gerappt haben. Ja, ich, für mich war G.I.-Kinder G.I.-Kinder, waren G.I.-Kinder, alles. Ja, ja. Nein, nicht alle von ihnen, aber generell dann für mich, Deutsch war abgeschrieben. Fuck it, so. Weil die kam immer, ich habe zum Beispiel bei Boogie angerufen zu Hause, da kam sein Anrufbeantworter und der hatte dann Flavor in your Ear. Und ich meinte, was ist das? Er sagt, das ist momentan der neueste Scheiß und so, den Scheiß gab es gar nicht bei uns. Und Crack Mac, Flavor in your Ear, dann kam er mit einem Poster von Biggie, mit einem Kind so. Ich sag, warum hängst du das an die Wand? Er sagt, Mann, das ist momentan das größte Label, Bad Boy und so. Wir wussten noch nicht mal, it was all a dream, gab's noch gar nicht bei uns und so. Und ich war immer eher von Disso, ich habe von den Jungs immer getankt. Und deutscher Rap, da war einer, also bei uns in der Klasse, ich musste eigentlich zur Armee in Serbien und zur hier in Berlin, da gab's noch diese Pflicht. Mit 17 haben die mich zur gleichen Zeit gerufen. Und ich meinte, scheiße, was soll ich machen? Ich will nicht zur Armee, ich will nicht, der Ali will nicht zu den Deutschen und ich will auch nicht bei uns ist Katastrophe, da ist kein Hotel, wie hier ein bisschen so, da ist so, du bist im Arsch, da kommen dir Würmer aus dem Stiefel, so, weißt du, was ich meine? Und der einzige Dings war so, ey, geh nochmal zur Schule. Ich kann mir meinen erweiterten Hauptschulabschluss machen. Da bin ich in Spandau gelandet. Und da war ein Junge, er meinte so zu mir, ey, ich will anfangen Beats zu machen und so. Ich sag, wie denn und so? Er sagt, ich krieg zu Weihnachten zwei Plattenteller. Ich sag, Mann, so macht man keine Beats. Man macht Beats auf dem Laptop, sag ich zu ihm. Ich sag, ich kenne jemanden, der kann dir klar machen. Und ich wusste, den ich klar machen kann, den kannst du nur mit Essen bezahlen. Mit Essen. Ich sag, ey, da gibt's Ente bei den Typen. Ich komme. Er ist gekommen, er hat ihn so gezeigt, ich bin morgens aufgestanden, der hat angefangen Beats zu machen und so. Und wie bin ich darauf zurück? Genau, er hat mir das erste Mal Tapes gezeigt so. Er zeigt mir, guck mal, das sind die Tapes, die sind Tapes und so voll so Master P Billig-Covers und so. Und damals Master P war nicht mein Ding, ich war so total, es muss straight Hip-Hop sein, es muss real sein, es muss organisch sein, bloß kein Elektronik oder fliegender Hi-Hat ja. Oder so. Ich war voll so, nicht, weißt du, was ich meine? Und so, dann hat er mir das gezeigt, ich sag, scheiße, die Deutschen rappen ja langsam wie die Amis, Alter. So, ich war ganz spät, ey, der hört sich mir an, und das sind Ami-Beats. Wenn früher wir Beats gemacht haben, ganz peinlich so, und wir haben so im Jugendzentrum Beats gemacht, möchte gern so, das war so, klingt nach Werbung. So, Werbung, ProSieben, ZDF, Werbung, wir. Telekom, Hip-Hop-Werbung, ja. Wir sind jetzt Hip-Hop, und jetzt geht's los. Und dann, aber da, und dann, weißt du. These are the breaks und so, weißt du, was ich meine? Ja, Mann, ich schwör's dir. Aber dann von immer waren da Drums, mit den Nacken zurück, so, nicht nur, weißt du, was ich meine? Und der Typ fängt an, und landet mir das nächste. Scheiße, das klingt ja so richtig black, Alter, und so, weißt du, das klingt scheiße, an. Und dann war ich infiziert. Ich sag, warte, wenn jetzt, das war mein Startschuss. Scheiße, dann kann ich jetzt endlich anfangen zu rappen. Ich kann anfangen zu rappen, das ist cool, jetzt kann ich auch anfangen. Natürlich waren die ersten Sachen Katastrophe, aber so war so mein erstes Bild so von deutschem Rap. Und das war dann vor allem die Zeit, die, sagen wir mal, die Savage, MOR, sonst was. Ja, also Savage war trotzdem wieder, hat seinen Einfluss da gehabt, so, aber ich habe das nicht beobachtet von erster Sekunde wie er so. Er hat das alles mehr. Und so als dann Agro rauskam, was sind deine ersten Erinnerungen daran? Agro war auch durch Bushido, ein Kumpel von mir war im Knast und er kam raus und wir haben irgendwie über Musik geredet. Er meinte, ja, ich sag, wie, du hattest Musik im Knast? Er meinte, ich schwöre ganz so grau, wir waren Wedding. Er meinte, ja, ich habe im Knast Bushido gehört. Ich sag, Bushido? Ich denke, ich bin ja Kung-Fu-Fan, Freak. Weißt du, ich bin ja Bruce Lee krank, das war mein erster Hip-Hop. Mein erster Hip-Hop war Bruce Lee. So fanatisch so, aber Bushido ist doch, weißt du, was ich meine? Das ist doch Dings und so. Und dann, der Name ist doch voll bescheuert. Bushido? Und dann überlegt. Und dann habe ich irgendwann habe ich gesehen, einen Flyer und dann sehe ich EPMD auf dem Flyer. Das war schon mal krass, EPMD kommt nach Berlin und dann steht da drunter Bushido. Ich sage, ey, habe ich irgendwas nicht gepeilt, Alter? Ich krieg irgendwas nicht mit, EPMD? Oder vielleicht war es nur Paris Smith, nicht Eric Sermon, aber die haben das als EPMD vermarktet. Und darunter schon war nur Eric Sermon, ich weiß noch. Ja, und dann ich so, Bushido, wer ist die? Silver Wings, im Silver Wings. Ja, genau, und da gab es noch nicht. Und es gab aber noch kein YouTube und so. Und dann musste ich mir das irgendwie suchen, finden. Und ich sage, scheiße, ist ein Kanake. Ja. Der sieht sogar noch so aus und mit den Jungs und Pallas und so. Dann noch mehr, der Antrieb ist noch mehr auf. Tamam, jetzt zeigen wir, was los ist. Jetzt, der Kanal ist frei, weißt du, was ich meine? Die Verstopfung ist. Jetzt, weißt du, was ich meine? Jetzt geht's los und so. Ich schwör's dir. Und dann, so, und ich habe mir trotzdem keinen Kopf gemacht um mich, was herum passiert ist, weil wir haben einfach unser Ding gemacht so. Und dann irgendwann haben wir erst durch die anderen mitbekommen. Agro hier, Agro das. Aber wir haben einfach straight so, Scheuklappen, unser Ding gemacht so. Jetzt, als dann Schockmusik rauskam, hat man es ja
auch immer sehr stark wahrgenommen als so ein Frontalangriff auf Agro Berlin und mit Was jetzt los von D'Irie und so. Und war eigentlich, als das Label gegründet wurde, das dann auch so der erklärte Feind, vielleicht aus so einem Competition-Gedanken, wie nein, er das nein, vorhin nein. erklärt hat? Nein, das war nicht so. Wir haben wirklich aus diesem Gedanke, lass was zusammen machen, was starten, wir haben gute Künstler, lass was machen. Die Chefetage, sag ich mal so, unser Spekter, unser Speicher, die waren ja schon in Hip-Hop länger drin und haben Musik gemacht. Das waren nicht irgendwelche Industrieleute, sondern die kommen aus dem Hip-Hop. Und natürlich kannten die auch dann die Generation von Spekter und Speicher. Die kannten sie schon alle. Die hatten ein Konkurrenzdenken zwischen sich. Wir Rapper, wir haben erstmal drauf, so, wir wollten eigentlich unser Ding nur machen. Wirklich, so scheiß drauf. Nicht mal böse gemeint. Wir machen unser Ding auch nicht jetzt so aus diesem Gedanke, wir machen unser Ding, scheiß auf die. Sondern wir waren auch nicht ignorant, sondern du warst so fixiert auf dich und du hast endlich Musik für dich entdeckt und du kannst schreiben und gehst dann in diese Kabine. Ich habe manchmal extra falsch gerappt, verkackt, dass ich weiter rappen kann in der Kabine. Jetzt, ich halte das nicht aus 2 Minuten in der Kabine, ich kotze. Ich will nur das Endergebnis hören. So. Aber es ging nur darum, aber die Chefetage und die, da waren große Konkurrenzdenken. Shug und Puffy, das war das Ding. Und das wurde dann auf uns übertragen, so irgendwann. So, weißt wie ernst war, oder fangen wir erstmal, bevor ich frage, wie ernst das eigentlich zwischen den ganzen Camps war. Mel, vielleicht kannst du nochmal sagen, aus der anderen Perspektive, wenn es so sagt, okay, du hast die Ersten, ihr habt irgendwie alles übernommen, ihr habt Berlin auf die Karte gebracht, wir spitzen das mal ein bisschen so zu, aber ich glaube, das kann man so sagen. Dann kommen die ganzen, dann kommen die Angriffe von Agro, dann kommt irgendwann als nächstes Schockmusik. Ey, und Angriffe waren es nicht, wir haben einmal, glaube ich, gedisst. Ja, aber warte mal, das war einmal wolltest du mich schlagen? Du hast angefangen. Ich wollte den Tape verkaufen. Das war jetzt auch nicht die Angriffswelle Agro gegen Optik. Nein, Savage kam einmal. Ich wollte nur mal jetzt hier für die History Books. Und Savage kam dann einmal, ich glaube, mit Channel noch war glaube ich, unterwegs. Aber das sind andere, ja. Aber, aber ich meine, der kam nur zum Splash. Er hat einmal nur mit uns geredet. Und ich so, oh, scheiße, das ist Savage. Weißt du, es war so ein Meeting, so die Bushido mit Savage. Und ich so, oh, er kommt, er redet mit dir, du hast es geschafft. Und so. Und natürlich haben wir auf cool gemacht. So, schau mal, was gibt's und so. Ja, siehst du was soll denn daraus dann wachsen, wenn du auf Pool machst? Ich meine nur, also das war ganz am Anfang, erstes Splash oder so, aber wir haben jetzt aber auch nicht wirklich Bock gehabt. Nein, aber nee, da wart ihr gar nicht so auf uns. Schiss gehabt, wenn Savage losliegt, ist vorbei, Bruder. Wir haben nicht jetzt gemacht, komm, wir ficken die. So, nee, das Ding ist, ihr habt ein bisschen gekitzelt. Wirklich erstmal, ihr habt euch nur interessant für uns gemacht, als ihr dann Echo gedisst habt und dann. Ich glaube, du und Sido, Bushido und Sido bei Kiss FM oder sowas. Nee, Bushido und ich bei Jam FM. Du warst das? Ah, okay. Nee, und jedenfalls, da war dann so, ey, jetzt muss man ja was sagen. Wir wollten euch so lange ignorieren, so weißt du, so, ach, scheiß auf die. Aber dann musste halt, ey, mein Echo hatte so Angst gehabt und bla. Und es war auch so ohne Grund, weißt du? Das war so gemein, weil du kannst ja nicht den kleinen Bruder... Guck mal, Berlin, da kam... Ich schwör's dir da, ich habe das nicht verstanden. Da kommt ein Typ außerhalb von Mönchengladbach. Ja, ich hab's auch nicht verstanden, glaub mir. Savage hat eine große Fresse, wir ficken den jetzt. Es war so krass, ich so, hä, wie traut er sich das? Er rennt in Kreuzberg rum einfach, euer Bunker. Und es war so, das war richtig krass für mich, ein Kulturschock, dass ein Echo kam. Heutzutage würde ich, denke ich mir so, okay, ey, bist du irre? Aber es war wirklich so, wie kann der das bekommen, was ich will? Der kommt von einem Dorf, wie kann er das jetzt bekommen? Das war, und jetzt auch nicht so Eifersucht in dem Sinne, sondern so... Doch, doch. Nein. Doch, doch. Nein, er ist näher dran. Meinst er ist du? Näher dran. Wenn ich denke mir so, Safe, ich muss. Geh mal ganz tief in dich rein. Jetzt denk mal ganz tief in dich rein. Ja, natürlich ist es Eifersucht. Nein, es war so ungerecht. Wenn aus Mönchengladbach kommt und genau das kriegt, was du, wofür du die ganze Zeit. Er konnte auch besser rappen, deswegen war das schon okay. Aber ich finde. Aber dieses Street, das Street-Ding, der ist hier. Aber das war doch kein Street-Ding, was der da guckt. Doch, ich verstehe, weil er ist ja in der Homebase. Was kommt ein Fremder an deine Homebase? Ist ja für mich dann ein Parasit. Was will er hier? Ey, und die EP habe ich. Von der EP war ich Fan. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Ich höre das so, ich so, Alter, der Rap wie Memphis Bleak, Dings, Freeway, auch ja, diese Dings, ist so krass und so, also wir waren voll Fan. Aber dann später halt, wo es dann so von Agro-Seite oder vielleicht von Bushido dann irgendwie so hieß, ey, komm, wir machen mal ein bisschen Faxen und so, da weiß ich noch, ich so, ey, wie kann er überhaupt hier so existieren? Nee, aber, ist auch eine berechtigte Frage irgendwie. Ah, irre. So, aber es war doch voll unfair so, der macht ja keinem was, weißt du, was ich meine? Also, so, und dann kommt... Blair, wie alt warst du damals? Muss man recherchieren, wie alt war ich bei... Das war 2001 oder so. Alter, da warst du noch nicht mal 20 oder so ein Scheiß, oder was? Ich bin jetzt 41, ja. Rechne mal. Ey, okay, das kannst du ein bisschen auf die Jugend schieben auch ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, ist ja, wir analysieren also. Das ja jetzt, aber es war safe Eifersucht. Therapie, ja, okay. War safe Eifersucht. Okay, danke für die Einordnung. Ja, wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet. Oh, Zilla, vielleicht kannst du uns den einmal geben. Also, wir sehen hier ein nichts. Ein kurzes gut. Video. Wir hören nur.
Ihr seht da so ein bisschen und ihr hört, es geht auch um das Gesagte. Ist übrigens von History of Berlin, ein sehr cooler YouTube-Channel von Below, den kennt ihr vielleicht auch. Ich habe diesen Hype, der dann auch so auf Berlin umgeschlagen ist, so, habe ich persönlich nicht so richtig für mich nutzen können und auch nicht so sehr davon profitieren können. Also man muss sagen, Agro hat das sehr, sehr viel professioneller und schlauer gemacht, ne? Alle, die daran beteiligt waren, als sowohl die Künstler als auch einfach die Leute da hinter den Kulissen, die haben das einfach wirklich auf den Punkt gebracht und die haben uns allen dann gezeigt, wir haben jetzt den Erfolg, den ihr haben könntet, aber ihr habt euch zu dumm angestellt, ne? Oh mein Gott, es ist so wahr, ey. Es ist so wahr. Nein, aber wirklich, das ist eher so ein Berlin-Ding auch, ne? Die Zugezogenen, die greifen dann alles ab, so du machst die Kunst so und die wissen, wie Business passiert. Ich glaube, ja, also wir haben damals wirklich, es war eine Zeit lang so ein Kopf-an-Kopf-Ding. Optik, Agro, Reuer Bunker, diese ganze Geschichte. Ich sag dir, wann ihr gewonnen habt, weil als Savas mit Bester Tag rauskam, war sogar das Label, war fix und fertig so. Die wollten so, ich fick deine Mutter in den Arsch, 830, Part 830 haben. Dann kommt der mit der Bester Tag meines Lebens, macht so wirklich so Songs einfach und nicht nur mal, nicht mehr so assi. Und ich glaube, irgendjemand meinte Spectre oder sowas, ihr Agro hat die Lücke gefüllt, die Savas hinterlassen hat. So, das war euer... Also im Endeffekt war das... Gut, dass genau so war es. Also für Savas war dann irgendwann der Punkt, dass er halt wahrscheinlich gemerkt hat, er ist jetzt kommt die Öffentlichkeit, jetzt kommt der Fokus, jetzt kommt die Kritik, jetzt kommt das... Ich schwör's, das ist also ein Künstlerding, weil... Also er hat für sich irgendwie einen Grund gehabt, er sagt, er will es nicht machen. Nein, das Ding ist, jeder wollte das ja. Also er ist ja sogar mit dem... Ist er nicht mit dem Mainstream gegangen, so eher dagegen. Also er hat sich einfach als Künstler... so weiterentwickelt, sodass er halt Songs über Vegetarismus machen wollte, wie auch immer und bla und halt dein Liebsten in der Hand und hast nicht gesehen, was so ziemlich gay war damals. Ihr wisst, was ich meine. Und das war wirklich... Also wir als Fans, wir kannten halt LMS, King of Rap, diese ganze Geschichte, so DPs, du weißt. Genau. Es ging immer so bergauf. Okay, und jetzt, wann kommt jetzt so dieses Album, wo er jetzt fickt? Du weißt, was ich meine. Ja. Wo kommt jetzt dieses Album? Jetzt kommt Beste Tag meines Lebens. Wo kommt jetzt die Essenz von Kool Savas mit dem Debütalbum, wo jetzt da gespittet wird, beleidigt wird, frauenfeindliche Texte, wie man es heute nennen würde. So, also wirklich, wirklich, so, es gab ja, er hat es uns gegeben. Das kam schon. Nein, genau, es kam West-Berlin, es gab damals West-Berlin Masculin, Host Flows, Monados. Das war meine Chronic. Oh. Ja. Oh. Dann kam Battle Kings. So. Da hat man schon gemerkt, okay, Savas will sich so ein bisschen jetzt auch emanzipieren, weg von Taktlos. Dann kam auch dieses MOR-Album, was meiner Meinung nach komplett, da hat er was für seine Gang getan, aber es hat ihm auch nicht gut getan unbedingt. Zwischendurch davor, sorry, kam auch mal diese, wie heißt diese EP mit dem blauen Cover? Hast du eine Pimp-Legionär? Pimp-Legionär. Dann kam King of Rap, da war ja sowieso klar. Dann kam immer diese Haus- und Bootzeit, dann wurde es so ein bisschen so, was macht der jetzt so? Ich will nur damit sagen, alle haben auf dieses Get Rich or Die Trying Kool Savas Album gewartet. Weißt du, ich meine, so auf das erste Chronic-Ding, so jetzt, das ist der Blueprint von Berlin Rap. Und da hat er dann halt, ist auch kein softes Album, es ist trotzdem noch ein cooles, hartes Album, aber es war halt nicht Bordstein Skyline. So, und dann bin ich halt damals wirklich zu Bushido gegangen und meinte, ey, guck mal, nenn das Album Bordstein Skyline und ich schwöre dir bei Gott, Spectre und Bushido sitzen so im Studio und gucken mich so an, nee, Mann, der Titel ist zu lang und so, wir müssen, das ist von der Grafik her nicht machbar und so. Ich sag, Spectre, du nennst das Album und so, ey, ich fick dich. Und dann habe ich auch mein Deal erst ein Jahr später bekommen und so, aber ich will nur mal sagen, das war der Moment, also wir haben den Moment genutzt, jetzt nicht unbedingt bewusst und strategisch so, sondern wir dachten, für uns war das so, also wir waren noch in diesem Mode und das ist so, ey, es gibt das und nichts anderes. Hättest du Savas, hätte ich ihn damals kennengelernt, hätte ich gesagt, ey, Savas, bitte. Aber stell mir vor, Savas hätte jetzt so weitergemacht, wie man erwartet hätte, dann hätte der auch nicht so reingrätschen. Der wäre dann über Nacht, dann wäre er Dings gewesen. Ich habe noch zwei Fragen an euch, wo man auch vielleicht was draus mitnehmen kann, wo andere vielleicht was draus lernen können. Einmal nochmal zu dem ganzen Competitiveness, ja, zu dem ganzen Wettbewerb, der auch Berlin ausmacht. Wir haben drüber gesprochen, das steckt schon in Breakdance drin, das steckt in Graffiti drin, das steckt in Gangkultur drin. Und als Savas rauskam, hat er eine Menge Leute gedisst, die vorher etabliert waren. Als Agro rauskam, war das ein Angriff. Und als Schock rauskam, ihr habt ja nicht nur Agro gedisst, ihr habt auch Savas gedisst, ihr habt auch Azad gedisst, ihr habt, keine Ahnung, die halbe Welt auch gedisst. So. Ist das eine
eine gute Strategie auf eine sportliche Art und Weise und so weiter, wenn man rauskommen will, die Etablierten anzugreifen? Überhaupt nicht sportlich. Zu sagen, ich bin genau anders. Ich glaube, es kommt darauf an, wer es macht. Aber ist da keine Strategie, weil du hast wirklich, wirklich keinen Bock auf die Welt. Du findest die scheiße, sonst würdest du selber ja nicht so viel das besser machen. Also sportlich war auch nicht strategisch, war Hass, war die Wahrheit. Ja, ganz normal, ganz einfach Hass. Von unserer Seite, da gab es Leute, die haben Jungs gedisst, wo die die geliebt haben. Weißt du, ich meine, die sagen, ey, der... Ey, kann ich den dissen und so? Ich sag, ey, du magst ihn doch. Ich sag, ja, egal, lass mich das machen. Ich kenne ihn gut und so, ich weiß, ich feiere seine Musik und so. Das war er dann so, nein, das war dann eher sich so Attention von diesen, weil ich ihn mag, so zu holen. Nicht bei allen, aber viele so, wie, aber du magst ihn doch. Nein, nein, ich mach schon, lass mich machen, ich mach und so. Ich sag, okay. Das Grund, da ist auch die Grund-DNA von Berlinern ist, da, du gehst 0% davon aus, dass du irgendwo hinkommst und sagst, ey, ich bin Rapper. Und dann sagt der andere, ey, cool, wir sind beide Rapper, lass mal beide chillen und lass mal beide Musik machen. Niemals. Das ist genau das Ding, es gibt nur diesen einen Weg. Also es gibt dieses irgendwo reinlaufen, ein bisschen cool gucken, okay, kann irgendwie sein, dass sich eine Connection aufbaut über drei Ecken. Sehr unwahrscheinlich. Die einzige Art, wie sich Connection aufbaut, dass man vielleicht irgendwann mal befreundet ist, ist auch nur über Krieg. Oder du kennst jemanden, kennst du den? Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn auch, kennst du den Bruder? Du musst erstmal, wie Mike Tyson und Holyfield, erstmal Ohr abbeißen, danach können wir Freunde sein. Das ist so, das ist der Sport, also Hip-Hop, der Sport, das wichtigste Element von Hip-Hop ist, dass du hast vielleicht deine Crew und deine Crew, das können auch Freunde sein oder das müssen auch Freunde sein oder das ist dann auch eine Firma wie eine GmbH und der eine ist dafür zuständig und der andere dafür. Man lernt da viel über Marketing, über Außenwahrnehmung, über Fleiß, über Organisation. Eine Graffiti-Crew ist immer wie so eine GmbH. Aber ich will nur damit sagen, am Ende ist dieses, heute das Denken, was viele haben, was viel kaputt macht, was Hip-Hop kaputt macht, was meiner Meinung nach die Welt kaputt macht, ist dieses: Der andere muss mir ein gutes Gefühl geben, damit ich mich gut fühle. Die Welt scheißt auf dich. Der Grundgedanke ist, du musst sozusagen die Leute überzeugen, du musst die Leute abholen und du musst faktisch darlegen, dass du der Mann bist oder die Frau. Du musst es so in Stein meißeln, dass der größte Hater an der Ecke aus dem anderen Bezirk, der dich hasst, sagt, der muss sagen, okay, scheiße, er hat mich gefickt. Es gibt keinen netten Weg. Es gibt keinen, wie sagt man, Benefits. Es gibt keinen Gefallen. Und das ist Rap auf Zehenspitzen laufen. Vorsichtig, so ist aber Rap nicht. Rap ist durch die Tür stampfen, reintreten, sagen. Aber das ist Zehenspitzen. Entschuldigung, kann ich mal durch? So, das ist nicht Hip-Hop. So, das läuft nicht so. Aber heutzutage, wie gesagt, wegen dieser Cancel Culture, das macht auch nicht mehr so einen Spaß dann. Weil ich rap ja von mir, ich gehe von mir aus. Weil ihr es anders gelernt habt. Und das war dann nicht Strategie im Sinne von, man hat sich überlegt, wie können wir einen Businessplan hier aufziehen, sondern das war für euch sowieso alternativlos. Wir haben gleich übrigens auch noch Zeit für eure Fragen. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, merkt es euch, Viertelstunde, dann kommt ihr auch noch dran. Die zweite Frage, die ich noch hatte, ist, es ging jetzt auch viel darum, Cracker Valley, du hast das vorhin eigentlich geil erzählt, auch so aus deiner Perspektive, dass du dann gesehen hast, krass, plötzlich kriegt das einer auf Deutsch hin. Das, was ich an Rap die ganze Zeit schon gefeiert habe, weil es war ja nicht so, dass Schockmusik Leute waren, die nichts mit Hip-Hop zu tun hatten. Im Gegenteil, die waren ja alle Hardcore-Hip-Hop. Wir haben über die Leute gesprochen, die es gegründet haben und dann auch die junge Generation wie ihr. Und irgendwann haben es Leute mal geschafft, Sachen, die es vorher nur im Ausland gab, die man aus den USA gefeiert hat, auf Deutsch zu übersetzen, aber auf eine authentische Art und Weise, sodass der Rest von Deutschland auch nicht dachte, ach krass, die sind ja Wu-Tang auf Deutsch, sondern ich dachte, da geht aber was Wildes ab in Berlin, heftig, das ist irgendwie interessant. Das hat Savage genauso geschafft und ihr, ich nehme es mal Savage. Also ich konnte kein Englisch, ich habe nichts geklaut, ne, zu meiner Verteidigung, ich konnte kein Wort Englisch. Ihr habt es ja... Weißt du, Als ich vorhin gesagt habe, dass ihr Gangster-Rap auf Deutsch etabliert oder erfunden habt... Die Attitude haben wir auf jeden Fall, die Flows haben wir geklaut. Da waren ja auch eine Menge französische Einflüsse mit drin und ja. Ich war damals nicht in Berlin, ich kann nicht sagen, wie viel Frankreich und wie viel Berlin war, was ihr da gezeigt habt, aber Gangster-Rap gab es seit 10 Jahren in den USA, gab es in Frankreich, gab es in vielen Ländern, in Deutschland war es vorher zumindest nicht erfolgreich, bis ihr es gemacht habt. Wie macht man das, Sachen authentisch hier hinzubringen, weil heute gibt es Rage-Rap, vorher war es irgendwie Trap oder es war Drill und das sind Sachen, die kommen aus anderen Ländern und dann oder Afro-Trap. Wie bringt man Sachen authentisch nach Deutschland rüber? Oder heute geht es darum, dass Leute etwas angucken im Internet und sagen, okay, so sieht es aus und um mehr geht es da nicht. Wenn wir damals, egal was du, und wenn du dir morgen sagst, ich kopiere jetzt Buba. Okay, ich gehe jetzt, Buba, ich ziehe mir den Carlo an wie Buba, ich nehme die Kette wie Buba, ich rap so harte Dings, Lines, ich nehme dieselben Beats. Rap mal, dann geh mal raus vor die Haustür, lauf durch Schöneberg 2 Minuten, ich will sie nicht sehen, ob du noch Buba bist. Heute kann jeder alles sein.
Weil wenn er dann auf möchte gern 50 Cent macht und geslappt wird, dann kann er ins Internet gehen und sagen, ey, Mann, die haben mich geslappt, das macht man aber nicht in der normalen Gesellschaft. Dann kommen die ganzen Menschen, die normalen Menschen aus der normalen Welt, die einen Scheiß von Hip-Hop wissen und sagen, das macht man nicht, cancelt den, der ihn geschlagen hat und somit ist das ganze Konzept kaputt. Ich will damit sagen, wenn man nicht mehr aber es geht nicht darf. Nur, ja, aber es geht nicht nur um Gewalt. Es geht nicht nur um es Gewalt. Es geht dabei nicht um Gewalt. Es geht dabei nicht um Gewalt. Ich will damit sagen, ist doch klar, wenn deine Außenwahrnehmung so ist, dass du raus sagst, yo, ich bin 50 Cent, dann kriegst du halt wie 50 Cent, weil das ist männliche Dominanz. Dich wird irgendjemand testen. Das ist die Realität. Das habe ich nicht erfunden. Das hat Hip-Hop nicht erfunden. Ja, es stecken viele Themen da drin. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist halt so, wenn Cola draufsteht und Pisse drin ist, dann reicht es den Leuten. Die trinken, ja, Cola steht drauf. Bruder, wenn du es nicht bist, rap es nicht. Und dann ist mir auch egal. Rage, Trap, Dings, das, hin und her so. Und darum gehen auch die 99% der neuen Rapper gehen auch nicht in Interviews. Nicht, weil die so laid back sind und nicht, weil die so cool sind und nicht, weil die so viel Geld haben. Und nein, weil die Pussys sind. Und wenn die da reden, dann merkst du, der ist eine Pussy. Wenn ich in ein Interview gehe und den Menschen live sehe, dann sehe ich in seinen Augen, ob der was gelebt hat. Und ganz kurz, und deswegen, die meisten Leute machen halt ihren Film, denen reicht es, dann haben die halt auch bis zum gewissen Punkt auch Erfolg. Aber wenn du, egal in welchem Job, egal in welcher Welt du lebst, wenn du irgendwas fakest, wirst du irgendwann krank dadurch. Irgendwann wird dir dein Herz oder deine Seele sagen, du bist nicht das, was du da tust. Und guck mal, ich bin 41. Sehe ich krank aus? Guck mal, keiner sagt sehr was. Gesund, sehr gesund, sehr gesund. Du hast selten so gesund ausgesehen, Bro. So, und das ist die Realness. Nicht, ob ich jetzt 50 Kilo getickt habe oder, verstehst du? Im Endeffekt, das aber, dass man's, das meine ich ja auch, das mit Richtiges zu übersetzen, etwas authentisch und real darzustellen, das geht ja nicht nur damit, toxische Maskulinität in Reime zu fassen, was natürlich auch immer in Rap drinsteckte, was schon bei Breakdance drinsteckte, so eine Art Schaukampf irgendwie aufzuführen. Ja, ja. Es gibt andere Art von Rap, du kannst auch authentischen Ego-Rap machen. Moment, du hast was sehr Gutes gesagt, da ist genau der Punkt. Wenn dann so ein Holzkopf, wie ich das dann sage, dann denken Leute, es gibt nur Schema F. Nein, Crow ist nur real, weil Crow rappt, was Crow rappt. Und Crow rappt halt nette, ey, Dings, Baby, lass mal Dings trinken und so. Ist cool. Nein, ist auch ein Vibe. Wenn ich einen Song höre und dann macht mir einer auf Player und auf Peace und Baby, lass mal chillen und dann merke ich, der ist voll, der ist auch ein anderer Typ von seiner Art, was er verkörpert, dann spielt er sich selber auch was vor. Es ist genauso, wie wenn irgendwelche Männer in Frankfurt bei der Börse oder an der Bank arbeiten und dann lassen sie sich danach von der Domina auspeitschen, weil sie wieder so keck sind. Bruder, die Leute sind crazy. Es ist so, wenn du den ganzen Tag was darstellen musst, was du nicht bist, dann drehst du durch. Das will ich damit sagen. Ich wollte damit nicht sagen, ey, nur der hier einen auf toxisch maskulin macht, so wie ich, der ist der Man. Nein, nein, nein. Jeder kann seinen Style bringen. Jeder kann seinen Style bringen. Zum Beispiel in Amerika ist das genauso. Zum Beispiel M.O.P. Hardcore. Aber die feiern, also wenn man sich trifft, wenn die auf Mos Def kommen so, geben die Mos Def nicht weniger, nicht mehr Respekt als jeden anderen. Und Mos Def genauso. Ja. Weil der King in seiner Sache ist und die Kings in ihrer Sache sind. Aber das muss, es ist... Wenn du so massemäßig, so McDonald's-mäßig überflutet wirst mit sowas, dann kannst du irgendwann nicht mehr unterscheiden, was davon real und fake ist. Weil dann von einmal nur diese... Weil du es nur von außen siehst. Weil es kommt unnatürlich, es kommt ein Plastik. Wenn es zu viel davon kommt, wenn jetzt ein Moneyboy gekommen wäre, okay, cool. Auch am Anfang ein bisschen lustig, aber okay, das ist Moneyboy, fuck it. Aber wenn danach zu viel lila, purple, sipping, Fingernagel und alle mehr und ich weiß gar nicht mehr, wer ist der? Scheiße, gestern war doch noch jemand anders. Und das war, ich komme irgendwann nicht mehr, weißt du, was ich meine? Das war früher, also kann ich alles real sein. So. Nein, und ich will auch nicht dieses, oh, früher war besser gequatscht. Aber ja, nur die Mathematik dahinter, dass die Leute verstehen, ne? Dass es so Gatekeeper gibt oder dass es Leute so, ich gehe auch nicht in eine Malerwerkstatt rein und sage, ey, yo, gib mir mal den nächsten Auftrag jetzt für den nächsten Job. Er sagt dann, nee, du machst 3 Jahre Ausbildung und dann kannst du gerne mit uns auf Baustelle fahren. Oder, verstehst du, oder nehmt einen Job, den ihr wollt. Genauso finde ich es interessant, dass wenn irgendein Typ wo kommt und sagt, yo, ich mache jetzt das und ich rappe und ich mache Beats. Ich habe gerade einen Produzenten, Flawless, der ist ein Megatalent, der ist 17 Jahre alt. Bruder, er sitzt nur da und denkt, er ist der Shit. Ich muss ihn jeden Tag sagen, hey, Gott sei Dank bist du nicht mein Sohn, ich würde dich angreifen. Bist du jetzt er sagt nur, er ist der Shit. Produzenten? Die sind die krass. Nein, Mann, Flair, das ist voll Dings lame. Und das ist Dings, also Wörter. Ich sag, was ist gerade? Ich zeig ihn Dings Wu-Tang. Ich zeig ihn. Gestern habe ich ihn Jigga What? Jigga Who? Also, ach, naja, Timbaland und so. Du wärst sicher. Ich will nur damit sagen, so, den neuen Leuten gehört Hip-Hop. Den jungen Leuten gehört Hip-Hop, nicht den alten Leuten. Die jungen Leute. Das ist eine Jugendkultur, denen gehört Hip-Hop. Die müssen aber endlich mal verstehen, Hip-Hop ist nicht Musik. Wenn sie das nicht hinbekommen, dann ist Hip-Hop in 5 Jahren tot. Ja, Mann. Das müssen sie endlich verstehen. So. Ich bin hier nicht der Hip-Hop-Opa, wie gesagt, ich glaube, ich sehe noch fresh aus.
Ich will nur damit sagen, die müssen verstehen, du musst es sein. Wenn du es nicht bist, dann gibt es keinen Unterschied mehr. Dann kann ich ja auch Pop hören. Was ist der Unterschied zwischen Hip-Hop und Pop? Pop ist Musik, die irgendjemand schreibt, scheißegal, wer es geschrieben hat, die können es singen. Hip-Hop ist der Typ, der dir das erzählt. Kann auch jemand anderes geschrieben haben. Scheiß drauf, wir waren im Studio, Drake ist mit 5 Leuten im Studio. Am Ende muss aber der Künstler XY da stehen und muss dafür gerade stehen, wenn da mal eine Schelle kommt. Und wenn Puffy oder irgendjemand ihn slappt, dann heult er nicht rum und wundert sich, ich habe das 10 Jahre gerappt, warum haut mich jetzt einer? Ich will mal sagen, die Leute müssen für ihre Sache gerade stehen und wenn das weggeht und es nur noch Musik ist und nur noch Fassade, dann ist Hip-Hop. Ich glaube, das ist immer noch eine Evolutionssache. Wir sind immer noch nicht am Ende, weil wir sind zum ersten Mal 50 Jahre alt geworden. Verstehst du, was ich meine? Andere Sachen. Ach, hier doch nicht. Nein, aber nee, ich meine, die Rap-Sache ist eigentlich noch nicht so alt. 50 Jahre ist nicht alt, aber wir sind zum ersten Mal 50. Wenn wir das nochmal verdoppeln, lass mal in 100 Jahren sehen, ob dieses, wenn nochmal 50 wird, wie die davor auch. Lass uns mal bitte wieder zurück zu Berlin kommen. Dabei. Darf ich eine Frage stellen? Evolution. Darf ich eine Frage stellen? Was ist Berlin? Es ist Chaos. Das kannst du vergessen. Es ist Berlin, Mann. Was glaub, wie die Alten dann zu uns Alten und wie sich das alles... Was glaubst du, wo... Also meiner Meinung nach war das Royal Bunker, Optik, Agro Berlin Zeitalter, das war das NWA-Ding von Deutschland. Ich finde, so ist die... Davor... Ich finde, du musst so diese Time... Diese Zeitspanne musst du so bei uns 20 Jahre auf jeden Fall nach rechts ziehen. So, ich glaube nicht, dass deutscher Hip-Hop 50 Jahre alt ist. Ja, dann 30. Ja. Deutsche Hip-Hop auf jeden Fall. Das ist ja auch das Ding mit Sachen nach Deutschland holen, was ich gerade meinte. Wir waren jetzt schon viel in der Gegenwart, aber wir waren nicht mehr so richtig bei Berlin. Jetzt ist ja jetzt gerade Berlin auch wieder super stark und hier geht viel ab. Mit einer Menge Leuten, die aus Berlin kommen, andere, die dazugezogen sind. Es gibt sehr, sehr viele Artists in Berlin, sehr, sehr viele erfolgreiche Sounds werden hier geprägt. Was ich mich frage ist, wie viel könnt ihr damit anfangen und wo habt ihr vielleicht sogar Anknüpfungspunkte? Gibt es Leute, die ihr feiert? Gibt es Leute, mit denen ihr unterwegs seid von einer jetzt jungen Generation, die jetzt vielleicht Anfang 20 sind? Nein, also ich stehe auf so eine crazy Kombos. Wenn ihr euch noch erinnern könnt an den Film zum Beispiel mit Chris Tucker und Charlie Sheen oder der von Schweigen der Lämmer mit Chris Rock. Immer so komische, weißt du, was ich meine? Kombis, die nicht, Jackie Chan und Chris Tucker, genau. So, und ich. Fracavelli und Lugatti. Ist das so eine Kombi? Weiß nicht, dachte, okay. Darauf aber ich stehe auf so eine Sache. Weißt du, was ich meine? Craig Valley mit Money Boy würde ich auch machen. Einfach nur zu sehen, wie der Cocktail ist, weil jeder gibt seine Würze dazu. Manchmal passt es nicht, manchmal. Ich habe zum Beispiel was mit Negative OG gemacht, du auch. Es hat gepasst, es war gar nicht so schlimm. Und der Junge ist auch. Nein, ich meinte das nicht bezogen auf Negative OG, sondern dass diese zwei Welten aufeinander prallen. Wirklich, ey, pack mir nicht den Scheiß in die Schuhe. Doch, das hast du selbst gesagt. Nein, es war nicht so schlimm, wie man sich vorher, hey, du willst was mit den Jungen machen so? Natürlich mache ich was mit den Jungen. Lass doch erstmal hören, was daraus entsteht. Und dann kann man immer noch gucken, ey, das ist so scheiße, das soll jemand hören. Aber wir haben, das war so selbstverständlich, der Junge hat das simpel gekillt, ich habe mein Ding gemacht und da war so, ey, mit den Youngsters kannst du ganz normal arbeiten, wie auch mit den, ich glaube, manche Älteren sind anstrengender als die Youngsters heute. Weißt du, was ich meine? Ich würde viel mehr noch mit den Youngsters arbeiten, gar kein Problem so. Also mir ist so ein Beispiel eingefallen, vielleicht mit Savage und Bad Moms J, wobei sie aus Brandenburg, glaube ich, kommt und nicht aus Berlin, aber gibt es so bei euch, gibt es so diese ältere Generation bringt die jüngere rein, gibt ihnen so eine Plattform, gibt es eine rote Linie im Berliner Rap? Weil bei euch gerade, das passt da alles zusammen. Man hat gehört, wie Flair damals Savage gehört hat. Erstens, den Jungen, wie gesagt, Hip-Hop ist eine Jugendkultur und lebt dadurch und was die machen, ist der Shit. Wenn ich als 41-Jähriger sage, ja, die sind okay, Bullshit, die sind der Shit. Die müssen mir sagen, was der Trend ist. So, leider sind wir gerade noch so, dass wir alle in dieselbe Richtung gucken. Wir gucken alle viel nach Amerika. Und deswegen, ich gebe mir immer Mühe, dass ich sehr up-to-date bin. Deswegen muss ich mich nicht so sehr an jungen Leuten in Berlin oder sonst wo orientieren, dass ich weiß was abgeht. Aber mein Produzent ist 17 Jahre alt und der andere ist 25. Also ich glaube aber, dass ganz oft auch die Jungen die Alten wieder ins so ein bisschen interessant machen. Natürlich. Und die Alten so ein bisschen nur ein bisschen Credit so abgeben können. Oder dieses Fan-Ding so, oh, ich habe mal jetzt... Mit meinem Idol was gemacht. Aber eigentlich, die Jungen geben schon den Ton an, würde ich sagen. Definitiv. Müssen die auch. Das ist ja nicht Hip-Hop. Aber ob die wirklich am Ende Berlin wirklich... Also, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass die Leute wirklich Berlin repräsenten. Es gibt nicht mehr so dieses so... Also, wer ist denn, wer hätte denn jetzt die Fahne für Berlin hoch? Wer ist Pascha nehmen oder wie heißt, wer wenn Beispiel. Alles? Ja. Wer würde... Da hätten noch ein paar junge Berliner Artists für uns, die gerade Berlin repräsenten. Absilon. Absilon? Absilon. Cool. Cool. Also, cool. Wenn ich ihn nicht kenne, habe ich keine Ahnung, weil er ist der neue Shit, sorry. Ich war lange Zeit, habe ein bisschen privat zu tun gehabt, sorry. Chiago von mir aus. Nee. Nein.
Aber den Namen habe ich oft gehört, aber ich kenne nicht einen Song. Aber, nochmal. Aber Bro, was immer da mal. Was sind 30 andere zusammen? Also ja, Bruder, aber Dings, Andrea Berg streamt auch mehr als wir alle zusammen. Und jetzt? Ja, aber wirklich, ey, so Streams und so kommen nicht mit Streams. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen dem heutigen Berlin und dem damaligen Berlin, wo man sagen kann, ey, das ist doch eigentlich im Kern das Gleiche, eigentlich nur halt 2024. Was ist dieser gemeinsame Kern? Weil ist das, weil dieses ist heutige so Generation ist nicht so competitive. Für die Alten, das ist so... Natürlich, ey, weißt du, was die von uns gemacht haben? Hallo, das war der absolute Horror. Wir sind doppelt gefickt, glaube ich, in Berlin. Als jede andere Stadt. Wir kriegen Gentrifizierung draußen und im Rap. Also Doppelgurke. Weißt du, was ich meine? Doppelgurke, was? Ja, nicht nur Gentrifizierung, so, auch Mucke-Gentrifizierung. Also wir Berliner sind doppelt gebankt, aber wir halten das aus und machen wieder was Neues draus und so. Ich weiß nicht, ob man heute sich noch für so einen Laden wie Royal Bunker zum Beispiel, wo damals das Freestyle-Café halt drin gemacht wurde, heute ist sowas vielleicht auch schwerer, weil man die Miete sich dafür gar nicht mehr leisten könnte, weil man diese Freiheit von diesem chaotischen Berlin damals vielleicht heute nicht mehr so hat. Aber auf der anderen Seite war es ja auch eine Stärke der Stadt, dass immer viele hier hingekommen sind und dass neue Einflüsse vielleicht reinkamen. Wir hatten ja auch noch wir haben noch mal eine Einblendung, die können wir jetzt mal reinhauen, von jemandem, von dem wir gerade schon gehört haben. Ein Zitat aus einem Song. Der Song heißt Gustav von Chiago. Doch die eigentliche Moral von der Geschichte, bist du zugezogen, solltest du dich aus Berlin verpissen. Und das ist ein Song, da geht es um jemanden, der zum Studieren nach Berlin kommt und am Ende auf Feiern und Drogen abstürzt. Und ist eine Aussage, die hätte so ähnlich auch von Flair kommen können. Vielleicht habt ihr dann doch irgendwas gemeinsam zumindest. Aber du hast schon auch ab und zu auch mal gegen Zugezogene geschossen zumindest. Was glaubt ihr so für Leute, ist das eine gute Idee, nach Berlin zu kommen, um es hier schaffen zu wollen? Oder hat man die reale Gefahr am Ende auf Feiern abzustürzen und dann doch nichts gebacken zu bekommen. Zu oft passiert. Also 90% würde ich sagen. Wer wo wie feiert und abstürzt, kenne ich mich nicht aus. Ich war noch nie in diesen Läden. Ich kann halt nur sagen, dass die Perspektive, die wir hatten mit der Musik ist, wenn du nach Berlin kommst oder wenn du, scheiß mal jetzt auf dieses Touri-Ding, nur dieses Touri-Ding. Wenn du mir erzählst, du bist voll der schlaue Student und du bist was Besseres als ich, dann fick ich dich. Ich renne aber nicht rum und habe was gegen Studenten. Oder ich habe, weißt du, was ich meine? So diese, die Perspektive ist eine andere. Wir sind die Underdogs. Wir sind diejenigen, die nichts haben und sagen, okay, ihr wollt uns nicht reinlassen, wir treten die Tür ein. Das ist die Perspektive, die wir hatten. Das ist Agro-Berlin. Nicht, ich beleidige einfach jede Frau als Schlampe. Hä, bist du irre? Oder ich sag nicht zu einem Studenten, weil du studierst, bist du was schlecht. Wenn jemand zu mir kommt mit einer Tätigkeit, die ein ganz anderes Spektrum ist, aus einer ganz anderen Welt, dann interessiere ich mich dafür, weil du bist kein Konkurrent. Wenn du zu mir kommst und sagst, weißt du was, ich stehe auf Porsche, ich hasse Porsche, ich mag Bentley. Wenn du mir dann von deinem Porsche erzählst und so, dann sag ich, weißt du was, geil, kann ich mich voll drauf für dich freuen. Wenn du aber mit einem Bentley kommst, sag ich, der Wichser, ich muss, verstehst du? Das heißt, das ist, alles was anders ist, wird nicht diskriminiert oder irgend so eine Scheiße. Und alles was anders ist, ist herzlich willkommen, macht euer Ding. Aber piss mir nicht in mein, komm mir nicht in mein, Das ist das Ding. Komm mir nicht in mein Ding rein. Und wenn zum Beispiel jetzt der Homeboy, Chiago heißt er, so, er wird es aus einem anderen Grund rappen, warum ich es gerappt habe. Er rappt es wahrscheinlich, weil er auf Augenhöhe mit einem Studenten in Competition ist und sagt, yo, ich habe mit Studenten kein Problem, solange die mir nicht die Frau wegnehmen, die ich in Zehlendorf im Heim, weißt du, was ich meine? Da waren die Studenten, daher kam diese Line so. Spielt denn, wo wir gerade bei Gentrifizierung waren, und ist das für euch ein Faktor eigentlich? Also wir haben es gerade gesagt, Gentrifizierung ist dann ein Problem, wenn beispielsweise Leute verdrängt werden, die da vorher erzählen wollen, irgendeinen Scheiß. Weißt du, und dann so hierher kommt, weil es so gerade so cool ist an der Ecke, aber dann uns verdrängen. Ja, was ist noch dann cool daran? Außerdem bin ich auch momentan sehr vorsichtig mit diesen Worten zugezogen und so, weil es mittlerweile, ich mich natürlich auch selber selbst in Frage stelle und sage, ey, Welli, das ist nicht cool. Das kommt schon ein bisschen ist nicht rassistisch im Sinne. Ich sag nicht eine Nation oder eine Nationalität. Was suchen die hier? Weil das kommt dann so ein bisschen schon nazimäßig. So, was suchen die hier? Oder deswegen bin ich damit vorsichtig. Ich habe nichts gegen zugezogene Menschen. Ich habe aber gegen eine. Es kommt ja genauso, Alter. Lass mal. Ja, aber zugezogen. Ich hab nichts gegen Ausländer, aber. Ich hab nichts gegen Gentrifizierte, aber. Wie heißt die? Gentrificker. Der redet sich um Kopf und Kragen. Nee, aber es gibt so ein paar Leute, die gehen mir auf den Sack. Der mir dann, hier war 10, 20 Jahre lang, wir konnten hier so laut sein, wie wir wollten. Jetzt willst du mir sagen, wir sollen leise sein? Fick Dings, weißt du, was ich meine? Ja, aber. Was mich so ein bisschen nervt ist. Weißt du, was ich meine? Das so, eher so die Freiheit, nicht die Einschränkung. Was voll der krasse Abfuck ist, die Hipster fahren durch Kreuzberg, die sehen die Graffitis, das macht es alles so hip, die sehen alles ist so abgefuckt, das ist alles diese ganze Szene, da sind die Clubs. Mann, das hat Hip-Hop gemacht. Dann kommt aber der Rapper mit seinem 7er BMW und dann machst du Welle mit deinem Fahrrad. Deswegen, was hast du nicht verstanden? Du bist hier, weil wir das cool gemacht haben. Wir haben das cool gemacht und das ist sozusagen auch dieses, wenn wir über die Bezirke reden,
Und wenn wir über Kreuzberg, Schöneberg, Wedding, Neukölln und sowas, die und deswegen kurz ein bisschen Werbung. Wenn ich auch einen Film machen mit Moritz Bleibtreu und mit Konstantin und so, wir wollen echt einen großen Film über Berlin und Graffiti und wo so, ich auch eine Rolle spiele dann. Wo du natürlich mit reinkommst und alle kommen mit rein, meine Homies, und dann geht der Film schief. ich würde nur damit sagen, Graffiti, vergesst das niemals, die größte, die härteste Disziplin von Hip-Hop, die wo du kein Geld für bekommst, wo du dein Leben aufs Spiel setzt, wo du deine Familie für, wo du dein Familienleben kaputt machst, wo du am Ende nichts dafür bekommst, außer die Liebe zur Sache, ist Graffiti. Und das sind die, und das sind... Yay. Und wir sehen ja immer irgendwelche Leute, die Millionen machen auf Spotify und so und dann mit Skibrille oder auch mal jetzt wir oder so. Wir reden immer nur über Klicks und über Zahlen und so. Aber diese, und auch die Typen, die bei diesem ganzen Zirkus hier, du kannst, wenn du, das ist ein guter Punkt, fällt mir gerade ein, wenn du zum Beispiel kommst, du bist jetzt ein Schwabe, du kommst nach Berlin, bist jetzt ein richtiger Hipster, zugezogener. Also du jetzt. Also du jetzt. Ich als Schwabe, ich ziehe. Nein, der ist NRW immer noch. Ich als junger Schwabe ziehe jetzt so hier nach Berlin. Guck mal, wie ist die einzige Möglichkeit, wie du Anklang findest in unserer krassen Gangsterwelt? Du machst die Scheiße mit. Und welche Scheiße machst du? Du machst nicht hier Hip-Hop, Musikstudio, irgendeine Scheiße-Rap. Nein, du gehst mit mir in den U-Bahn-Schacht. Ich will mal sehen, ob du mitkommst. Ich will mal sehen, ob du das aushältst. Ah, war hier Kribus. Ich will mal sehen, ob du einen SEK-Einsatz oder wenn du auf die Fresse bekommst. Ob du noch 3 Jahre noch Bock hast, mitzumachen bei unserer Scheiße, dann bist du einer von uns. Und das ist das, was es heutzutage immer noch in der Graffiti-Szene gibt. Weil das, den Train, den Holcar, den Holtrain, den kannst du dir nicht kaufen im Internet. Den kannst du nicht bestellen. Du kannst nicht mal kurz klicken auf graffiti.de und dann bist du ein Writer. Das ist die letzte Sache von Hip-Hop, die du dir noch erkämpfen musst, wo du nicht schummeln kannst. Die Essenz. Die Essenz. Kannst nicht schummeln. Aber beim Breaken kannst du auch nicht schummeln, Alter. Breaken musst du trainieren. Ja, du kannst schon wack sein und bei Telekom tanzen. Ja? Ja, oder? Okay. Da gibt es einen Breaker, wo ich mir denke, ja. Lass uns noch einmal ein bisschen Zeit für, bevor wir nach den Publikumsfragen, habe ich noch eine finale Frage an euch. Könnt ihr vielleicht schon mal im Hinterkopf drüber nachdenken, was man aus eurer Meinung nach, aus euren bisherigen Karrieren lernen kann und was ihr Leuten mitgeben würdet, die gerade Anfang 20 sind, vielleicht aus dem Schwabenland kommen, nach Berlin ziehen wollen oder auch nicht, oder einen Zug malen wollen. Aber vorher haben wir Zeit für 2, 3 Fragen von euch. Wer hat Bock? Wer hat eine Frage oder einen Kommentar? Traut euch, komm. Mich würde interessieren, welchen Einfluss so andere deutsche Städte auf Berliner Rap hatten. Weil ich glaube, Flair, du bist, glaube ich, damals zum Beispiel mit Bushido nach Hannover gefahren zum Aufnehmen. Ich glaube, Orgi und Hengst, die haben auch zum Beispiel... ich glaube, mit Capo Fiasco zum Beispiel in Hannover was aufgenommen. Also Roulette, glaube ich, hieß der. Roulette, genau. Joker, ja. De La Mock, ja. Genau, das war die Frage. Jetzt kommen wir auf die Sache. Es gab immer mal so Allianzen und wir waren dann auch mal in Stuttgart und haben da mit jemandem, ich weiß nicht mehr, wie hieß der. Mann, aber wir waren so eine Penner. Wir sind dann irgendwo in eine andere Stadt. Bushido meinte, komm mit, ich wusste nicht, wo ich bin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Essen geklaut, dann kamen die Bullen. Mir war scheißegal. Berlin war Berlin. Also gab es keinen Einfluss, sorry. Ich habe irgendwo in Köln einen Kassengrabschen gemacht, bin weggerannt und so. Aber was hat der hier auch? Ich schwöre dir, und es soll nicht ignorant oder arrogant klingen, für uns war außerhalb von Berlin alles Opfer. Alles Dorf. Ey, es ist wirklich so. Alles Dorf. Sorry. War nicht so. Später, wenn ich da, später, wo ich dann halt wirklich was in der Birne hatte, ich war wirklich irre mit 18, 19, 20 so. Und wo ich dann aber später, der Horizont hat sich erweitert, du warst mal dann wirklich auf Tour, hast Leute kennengelernt. Ich habe nie eine Freundin in Berlin gehabt, immer außerhalb. Dann war ich in Hamburg, oh, Hamburg ist schön oder oh, das. So. Und da natürlich merkst du, man, okay, erstens, da gibt es coole Leute und vor allem, da gibt es auch krasse Gegenden. Wir sind früher Kamikaze. Beko, der da hinten gerade was gesagt hat, wir früher auf Tour 2 Leute, was mitgenommen, tschüss, so, weg. Und wir dachten, uns kann, also, wir waren so überzeugt von uns, dass uns scheißegal war. Gott sei Dank ist nie was passiert, aber ich meine nur, Berliner, ich schwöre, Überheblichkeit des Grauens. Ja. Überheblich, das ist, aber das ist auch wiederum ein Segen, weil nur so kannst du so krasse Scheiße, so einen Blödsinn rappen den ganzen Tag. Also, dass es schon unangenehm wird, so überheblich. Okay. Aber durch YouTube hast du dann andere Kanacken gesehen, so. Ja, bei YouTube. Da gibt es ja auch welche, Alter. Los und so. Ja, so. Nächste Frage. Da hinten? Ey. Das würde ich gerne. Hi, Flair. Kurze Frage, und zwar, ich komme aus dem Schwarzwald, ich bin nur ein Zugezogener. Hass mich bitte nicht, Bro. Und zwar, war ich damals klar und wie bist du damit umgegangen? Wusstet ihr, was das für ein Impact ist, den ihr damals hattet?
ich rede jetzt von Agro Ansage 2, wir haben uns die damals gebrannt, ist wahrscheinlich verjährt, bitte zeig mich nicht an und so, aber wir haben die damals gehört, an jeder verfickten Bushaltestelle im Schwarzwald, Bro, Schwarzwald, jeder hat es gehört, wir haben alles gefeiert und wusstet ihr, war euch das klar, dass es damals so abging? Nee, und war uns auch egal. Also, wenn, okay, wenn eine Straße weiter mein cooler Nachbar das gehört hätte, hätte ich gesagt, oh, ich hab's geschafft. Wenn dein, wenn du an dem Punkt, wo du denkst, so, ey, hoffentlich hören das ein paar Schwarzwälder an der Bushaltestelle. Ich wusste nicht mal, wo ich Ich will damit sagen, das erste Mal, wo wir wirklich realisiert haben, dass es auch Menschen außerhalb von Berlin gibt, die uns toll finden, war beim Splash. Ja. Wir haben das, nice. Wo willst du das sehen? So? Oder wo wir dann auf Ansage 1 zu waren und sowas. Ich hatte dann Stand, da so Tapes verkauft und so weiter und da hat man ja irgendwann dann auch gesehen. Ja, da gab es so Szenarien, du rappst so einen Text und du sagst so, Ficker, yo, du rappst gerade irgendwas mit Fick, Fuck you, so, ja. Und auf einmal der Fan, er macht auch Fuck you. Du machst so Musik aus, was ist los mit dir, bist du behindert? Er war ein Fan, er hat das gemacht, weil du das gemacht hast, du wolltest ihn schlagen, weil du dachtest, er zeigt dir Ficker. Ich will damit sagen, Bruder, irre. Also, aber Schwarzwald cool und so. Jetzt, wenn absolut krank. Du kannst dir nicht vorstellen, wir saßen im Busbahnhof, alle Hänge, alle gesmoked, wir haben Flair gehört. Fanden es geil? Dankeschön, ich war bestimmt ein richtig guter Einfluss auf eure Jugend. Ja, Mann, mega geil. Willkommen in Berlin. Okay, eine letzte Frage können wir noch machen, dann kommen wir noch zur Abschlussfrage. Was wären eure konkrete Tipps für jemanden, der zum Beispiel außerhalb Deutschlands lebt, gar keine Crew, keine Freunde, nix in Deutschland hat und aber mit Deutschrap in Deutschland schaffen will. Aus der Schweiz oder was? Luxemburg. Ja. Luxemburg in meinem Falle. Oder Luxemburg-Rap ist tausendmal cooler. Ja, da gibt es ja halt noch französische nicht. Einflüsse, englische ich Einflüsse. Ich kenne keinen. Dann, da hast du alle Freiheiten, die du. Also ja, das Ding ist, wir haben nur 700.000 Einwohner. Davon ja, redet man die Besonderes. Hälfte Luxemburgisch. Ja, klar, aber es ist halt schwierig, es in Deutschland zu schaffen. Wenn du niemanden in Deutschland sagen hast du es schon versucht? Ja. Okay, ja, dann scheiße. Raff, ja, Raff ist scheiße, so ein gutes Beispiel dafür. Das heißt, Raff ist nach Berlin und dann... Entweder bin ich schlecht oder ist einfach nur schwierig. Okay, ich sag dir jetzt, ich gebe dir jetzt einen guten Tipp. Also wenn ich jetzt Uni-Professor wäre und ich müsste dir Hip-Hop in der Uni erklären, dann sage ich dir, was einen guten Künstler ausmacht. Loyalität zu seiner Gruppe, Lokalität, wo er herkommt und Authentizität. Das, was er sagt, ist das, was stimmt. 187, Agro Berlin, Optic Records. Alle, die du nimmst, die haben alle diese Aspekte. Und gerade in der Anfangszeit, bis du deinen Namen gefestigt hast. Das bedeutet, wenn du eine von diesen Sachen nicht hast, rap nicht. 100%, aber jetzt deine Antwort als... Zieh nach Berlin, lass dir Berlin auf den Arm tätowieren, hol dir eine Gang. Oder hol dir eine Gang, genau. Fick alle, wenn einer was sagt und dann bist du am Start. Okay. Spaß. Du kannst auch bestimmt gute Musik machen und du hast irgendeinen anderen... Aber ich meine nur dieses Hip-Hop, dieser Hip-Hop... dieses Hip-Hop-Konstrukt, die Psychologie dahinter, warum, was findet man daran attraktiv, also was ist die DNA dahinter, warum man jetzt dieses Konzept von Band gut findet. Das gibt es halt in keiner anderen Welt, deswegen wollte ich gerade so Uni-Professor-mäßig erklären. War eine gute Erfolgsformel. Danke für eure Fragen. Lasst uns zu der Schlussrunde dazu kommen, wenn ihr überlegt, eure bisherige Karriere, wenn ihr da so drauf guckt und überlegt, was kann man daraus vielleicht anderen Leuten mitgeben, ähnlich wie es gerade schon gefragt wurde, so ganz speziell für jemanden, der auch noch im Ausland lebt, aber so ganz allgemein, was sind so Sachen, wo ihr sagen würdet, das sind die Punkte, die kann ich anderen mitgeben und das kann man vom Berliner Rap lernen und von meiner Berlin-Rap-Karriere. Also eigentlich geht es ganz, ganz kurz, so immer so mit dem Herz dabei, also immer das Echte machen, das, was du eigentlich auch in vielen Sätzen umschreibst immer, aber einfach echt sein und da auch dabei bleiben und... Nein, ist ernst meinen, so ist ernst meinen. Dann kann auch gar nichts passieren, weil glaube ich nicht, dass dann irgendwas Schlimmes passieren kann, weil du hast alles richtig gemacht. Also bei mir war ja der große kommerzielle Erfolg bis jetzt noch nicht, aber wie sagt man das, meine Absichten sind eigentlich nur Musik machen. Also ich mache das nicht, um wirklich bis jetzt, also würde ich das machen wegen Geld verdienen, müsste ich schon lange keine Musik mehr machen. Das meine ich so. Und ich mache es, weil ich es immer noch mag. Ich mag dieses Schreiben, ich mag immer noch dieses Aufnehmen. Ich mag dieses Ganze drumherum. Ich mag das auch hierher zu kommen. Ich mag dieses Connecten hier für Luxemburg. Ich mag das Netzwerken. In Berlin kannst du gut netzwerken. Das ist cool so, connecten. So, mir macht das ganze Ding noch Spaß. Aber wenn es jetzt nur um Geld gehen würde, dann müsste ich schon lange hier raus sein. Also es ist immer noch, ich bin immer noch verknallt in Hip-Hop.
Ich ziehe mir immer noch die Evolution rein. Ich bin immer noch mit den Jungs irgendwie. Es ist immer noch irgendwie, werde ich immer erwähnt. Irgendwie komme ich immer noch mit den Jungs zusammen. Ich werde immer noch irgendwie erwähnt und so. Und das macht mir Spaß. So. Weißt du, was ich meine? Also, es hält mich immer, also meine Einstellung bleibt immer noch Hip-Hop. So. Yeah. Nice. Ist Musik-Business, nicht Musik-Freundschaft. Das bedeutet, wir reden viel über Hip-Hop und Straße und cool und hin und her. Sobald das Business losgeht, musst du verstehen, wenn du dann irgendwann mal eine Karriere hast, so wie ich bestimmt eine hatte oder habe, ist eine Achterbahnfahrt. Das heißt, sei dir darüber im Klaren, du verlierst Freunde, Familie, deine Frau, deine Gesundheit, dein Leben. Kann passieren. So. Ja. Also ich habe noch alles. Ja. Weiß nicht. Die Produzenten sind die Ersten, die dich verraten. Ich will damit sagen, umso höher, also umso mir war immer klar, ich bin geisteskrank, ich mag einen extremen Lifestyle. Auch wie ich da reingekommen bin in diesen Lifestyle, war sehr extrem. Ich hatte nichts und da war dann auf einmal Rap und nichts in meinem Leben kam auch irgendwie so, dass das dann da war und jemand hat mir das geschenkt, sondern da auch, ich habe bei Argo Berlin geklopft, Speicher hat die Tür aufgemacht, hat die zugemacht. Am nächsten Tag habe ich wieder geklopft. Du Wichser, hey, ich bin hier von Bushido, kennst du mich nicht? Ach, verpiss dich. Ich würde mir sagen, egal was in meinem Leben, was mir was gebracht hat, Erfolg oder was ich irgendwann mal haben wollte, ging immer nur durch Schmerz, durch Kämpfen hin und her. So, wenn du dazu bereit bist und denkst, dass es zum Beispiel der junge Produzent, der bei mir ist, der Flordy, der 17-Jährige, hey Mann, wir machen Mucke und es ist alles Mucke, hey. Da gucke ich ihn an, wie sage ich ihm, wie Meister Yoda zu Luke Skywalker, du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben. So, aber es werden Sachen kommen, glaubt es mir. Jeder eurer krassen Künstler und so sitzt zu Hause weint. Ich auch. Jeder, ist auch nicht lustig gemeint. Jeder sitzt zu Hause und hat Schmerzen und denkt sich, fuck, Shitstorm, fuck, gecancelt, fuck, gefickt, fuck, ich bin am Boden, fuck, ich bin pleite, irgendwas wird kommen. So, und wenn du einen normalen 9-to-5-Job hast, dann hast du das nicht. Dann ist so alles so, hey, yo, und ich krieg Geld vom Chef und alles ist entspannt. Deswegen, wenn du dieses Leben konkret lebst und Business machst, so sei dir darüber im Klaren, es ist ein riesiger Preis, den du zahlst und du bist oft alleine. Danke, war ein ehrliches Schlusswort. Geile Motivation, ne? Aber ehrlich, real talk. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch allen, dass ihr hier dabei wart für euren Beitrag. Alle, die zuschauen, wenn ihr mal dabei sein wollt bei Havana Club Grounds Talk, dann folgt Havana Club Deutschland und Hiphop.de. Wir machen Gewinnspiele und verlosen die Karten. Einen extra lauten Applaus nochmal für Berlin Rap und für die drei Repräsentanten hier auf der Bühne. Danke. Applaus